do, it gets me thinking. Buy another shot, you got me drinking. Girl, you shut me down and there's no witness. Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling, falling for you. On my timeline, change your colors on me like you're tie-dye. Got me falling for you, I ain't talking skydive. See you in another dimension. Can't sleep on my night's rest. Baby girl, you are my best. My best, best, best. Little thing do, it gets me thinking. Buy another shot, you got me drinking. Could you show me down and there's no witness. Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling, falling for you.
Nothing to know. I thought that I could keep it low.
The Geek Freaks, pünktlichst heute sogar mal. Wahnsinn. Es sieht zwar auf der Uhr wie 8 Minuten später aus, aber es ist nicht 8 Minuten später. Nee, das glaubt keine Wurst. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass es euch gut geht. Erstmal hallo. Ich bin heute wenigstens mal nicht allein. Ich habe sogar zwei Gäste da, die zwar beide so semi eine Kamera senden. Also der eine nicht so ganz, der andere schon. Mal schauen, ob ich es draufkriege. Pass auf. Ich bin dran. Moment. Der Moritz ist dran. Also, schön, dass ihr da seid. Alles fit bei euch. Lasst's euch, ja, chillt euch ein, setzt euch hin, entspannt euch, durchatmen, Geek Freaks, Abendstream. Ich bin heute auch nicht in, ich nenne es mal, 100%iger Top-Verfassung hier. Ich bin ein bisschen müde. Bisschen müde ist ein bisschen untertrieben. Ich bin ein bisschen sehr müde. Kaffee hilft auch nur bis zu einem gewissen Punkt oder reguliert. Ich mache mal Musik ein bisschen leiser. Ich hoffe, die passt ein bisschen. Ja, habe ich mir gerade gedacht. So, heute kommt der Stream mal direkt von mir. Die Themen habe ich natürlich vergessen einzutragen. Dann lasst uns das kurz machen, weil sonst es fällt eh keinem auf, wenn ich die Themen hier ändere. Ich mache es einfach trotzdem der Vollständigkeit halber. So, die zwei hier, die können ja gerne mal dann ein Bild liefern, wenn sie es hinbekommen, mir ein Bild zu liefern. Ja, hast du? Ja. Meine Kamera ist kaputt. Ja, das ist bei mir ein Standbild, richtig? Du könntest mir auch ein echtes geben. Ah, warte, man hört dich? Also im Stream hört man sowieso uns. Ja, nie. Er ist nämlich rausgefunden, deswegen hat sich seine IP geändert, also seine virtuelle IP für Teams. Das heißt, ich muss ihn jetzt per Hand wieder reinnehmen. Das ist, weil er jetzt Marcel Licht 2 heißt. Und der Momo, der heißt nämlich jetzt Moritz. Wie heiße ich? 2. Da drin. Ich war nur einmal da. Jetzt sieht man ihn in klein und ein Störbild. Das ist doch auch sehr schön. Und ich trage hier gleich mal den Titel ein. Ihr merkt schon, heute ein ganz kleines bisschen. Oh, herzlichen Dank für den Freaks Squad. Irgendwas ist da auch gerade los.
Stimmt, ich sehe, nee, das geht schon. So. So, interessant. Alles einfach mal wieder interessant gewesen heute. So, die Themen sind hier viel zu lang. Ja, ich muss hier ein bisschen kürzen. So, viele Themen, viel Wild. So, ihr seht schon, Bauchbinde hat sich jetzt unten rechts geändert. Alles eingetragen. So, ich gehe hier raus. Alles ist wieder fluffig, hoffe ich doch. So, der Mann bewegt sich auch. Moritz kommt sofort wieder rein. Zufällig zu einem Video reinkommen. Hallo, The Pilger. Freut mich. Schön, dass du da bist. Jo, wir streamen heute ein bisschen, naja, halt unseren Stuff, ne? So, ich hoffe, das ist auch alles recht flüssig und bleibt auch schön flüssig bei euch, denn ich streame heute direkt von mir, weil wir da ein bisschen Misskommunikation hatten. Moritz hat auch die Zeit verpennt und heute geht nichts über Frankfurt, deswegen machen wir das so. Wir können gleich mal über Firewall und so weiter quatschen. Du brauchst mich nicht dabei haben. Der Hybro, ja, ich weiß, aber ich habe dem Render-Server noch nicht vertraut. Das funktioniert. Ja, okay. Okay, meine Kamera geht nicht. Ey. Da hat jemand direkt eine Frage an mich. Ich war heute so frei und habe einen 3080, eine 2080 die wassergekühlt eingebaut. Jetzt frage ich mich, was man mit den beiden so anfangen kann. Sie geht ja schlecht. Und das Einzige, was mir einfällt, so geile Streams fahren wie du. Und gute 3D-Anwendung brauche ich für AI-Berechnung. Gut, dass wir heute sowieso das Thema AI haben. Können wir gleich darauf eingehen. Wir machen erst AI, dann machen wir ein bisschen noch OpenSense und ein bisschen Nasszeug quatsche ich noch mit rein. Und die Themen, die ich mir jetzt hier so aus dem Kurzen gesaugt habe. Was ihr jetzt gesehen habt, war zum Beispiel das Thema Miniserver Hands-on. Was meine ich damit? Ich habe einen neuen Miniserver. Ich habe euch ja schon mal einen vorgestellt neulich. Ne? So einen wunderschönen kleinen Miniserver. Das ist schon ein bisschen her. Das habt ihr bestimmt mitgekommen, wie es darum ging, einen LAN-Cache zu machen. Oder vorher der 8-Watt-Server. Ich habe davon ja mehr. Das hier schauen wir uns später als Überraschungspaket auch an. Aber ich meine die kleine lila Kiste hier oben. Die da. Und ganz viele Accessoires. Seht ihr diese Accessoires? Die waren dabei. Wieso? Denn die Firma Ice Whale hat mich angeschrieben und hat sich gedacht, hey, du hast ja das Zima Board getestet und wir haben da was Neues. Das Zima Blade. Weil wir sind eine Blade. Wir schicken dir das, weil du fandest das gut. Naja. Und dann habe ich mir da draus, aus den Sachen, die sie mir geschickt haben, gleich mal ein Mininas gebaut. Warum? Weil ich was testen wollte und natürlich für ein Video für euch. Deshalb, schaut es euch an, hier ist das Mininas. So sieht das aus. So sieht übrigens das Zima Blade aus. Schon geil, oder? Das habe ich jetzt hier mal hingestellt zum Test. So sieht es aus. Ein bisschen sehr angelegt an Love, Death and Robots. So, das steht hier einfach oben drauf. Das ist das Blade. PC Express ist gerade nicht angesteckt, außer ein paar Festplatten. Und es hat so einen coole LED, die ab und zu mal blinkt. Passt auf. Wenn es läuft. So. So, können wir uns gleich mal angucken. Das ich habe keine LED, die ab und zu mal blinkt. Ja, halt weiß. Das ist halt der Style. Was das mir dann gefällt. Kannst du die nutzen? Oder ist das so wie in IT-Crowd? Nein. Oh, da hat jemand gerade gefragt. WireGuard auf der OpenSense. Können wir auch gleich machen. Was kostet das ungefähr alles? Naja, können wir auch gleich machen. Pass auf, Sima. Können wir gleich mal machen. Ich zeige euch aber erstmal, was ich da gemacht habe. Das Video dazu kommt. Keine Angst, das Video dazu kommt. Bin ja dran. So, Zima-Board, ne? Aber nicht nur das, sondern ihr seht schon hier, ich habe das Zima-Board mal offen. Das ist das Zima-Board. Hier. Und das Casa-OS, das Standard-OS drauf. Ich habe nichts anderes. Das ist kein geiles OpenSense oder Unraid oder Synology-Ersatz ist es nicht. Es ist einfach schnell, leicht, nicht sicher, aber es bleibt im Heimnetz. Da ist mir das wurscht und ich mache mal was dazu. Im Moment verbraucht das Ding 1,7 Watt. Das idelt bei 1,7 Watt. Ne? Ich habe nur ein Uptime. Okay, es idelt nicht. Ich habe einen Uptime-Koma an. Ne? Der alles ein bisschen überwacht, was bei mir gerade so on ist. Ah ja, die Solaranlage ist aus, klar, weil die brauche ich gerade nicht. Also mein Uptime-Koma schaut mir alles so ein bisschen durch. Und gleichzeitig braucht es für sowas nur 1,8 Watt. Das ist halt schon strong. Und was strong ist, was ich gemerkt habe, das verbraucht, es könnte 10 Watt, ne? 10 Watt, ne? Aber es verbraucht nie 10 Watt. Also selbst mit zwei SSDs, die gerade dran sind und einer USB-Festplatte, die mein Beam-Backup macht, diese hier, verbraucht das Ding nichts. Und gleichzeitig ist es 9% schneller, 7-9% als das Zima-Board. Zima-Blade. Jo. Fand ich gut. Und was ich auch gut fand, ist, dass sie mir diesen ganzen Stuff hier geschickt haben. Und da fragt ihr euch bestimmt, was ist dieser ganze Stuff? Da ist also von oben links, ne, eine 10 Gigabit Ethernet-Karte. Eine
Wi-Fi 6E-Karte. Die haben mir geschickt ein 4-Port LAN-Karte, eine USB-Karte, ein 6-fach SATA-Karte. Alles mit ins Paket. Ist fancy. Den Aufkleber habe ich mir gleich schon mal montiert. Video wird gut dazu. Video wird gut. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem kleinen Ding. Kannst du nicht über die Pocketcast-App hören? Den kenne ich gar nicht, Daniel. Kannst du mir aber gerne erklären, was das ist? Denn es gibt so viele Podcast-Apps. Deshalb, den Comment habe ich gerade, keine Ahnung, weil ich nicht jeden Distributor der Podcasts kenne. Dankeschön fürs Abo. Ja, dein Mikrofon übersteuert machen, nur jetzt für den nächsten. Ja, ich habe dieses Übersteuerungsproblem, die anderen natürlich nicht. Was es ist, ist mir bewusst mittlerweile. Es ist die Windows-Sound-Einstellung, weil Windows mir in meine Audiogeräte hineinfuscht. Wie ich das auskriege, weiß ich nicht. Das hat es nämlich eine Zeit lang nicht gemacht. Aber jetzt pusht es mir wieder hinein, so dass es übersteuert, was es nicht machen sollte. Ich versuche mit dem Gain schon ein bisschen runter zu gehen. Das Ding ist, wenn ich mit dem Gain runtergehe, dann werde nicht nur ich leise, sondern auch, ja, auch alle anderen Teilnehmer und der ganze Stream. Das müsste ich dann im Nachhinein wieder pushen. Also ich gebe jetzt extra mal ein bisschen weniger Saft hier drauf und hoffe, ihr kommt klar. So, jetzt bin ich leiser. Jetzt müsste ich theoretisch weniger verzerren. So, ich gebe mir überall mal ein paar dB weniger. Ist das für euch jetzt netter? So. Kann ich nämlich nicht, ihr müsst mir jetzt sagen, ob das jetzt angenehmer klingt, ob es noch kratzig klingt. Eigentlich müsste es passen. Eigentlich habe ich auch die Windows-interne Audio-Sound-Lautstärkenkontrolle aus. Das heißt, die sollte eigentlich nichts reinspielen, aber wie gesagt, wie es immer so ist. So. Anziehbare Grafikkarte doch mal. Kannst du machen. Frisst du auch. Problem ist, du brauchst dazu ein Netzteil. Also wenn du es zum Sima Blade noch zusätzlich eine Grafikkarte montierst, brauchst du halt noch ein Netzteil dazu, ne? So, die Mucke mache ich noch ein bisschen leiser. So. Ich mache jetzt einfach mal den Dirty Haircook 10. So, ich gebe überall ein bisschen weniger, aber ich gebe hier halt mehr. So, und jetzt soll das Katzen weg sein. Wir haben trotzdem ein bisschen mehr Wumms. Gut, habe ich das eingestellt. Die Jungs sind noch am Start, hoffe ich. Gibt es einen Link zum Board? Ja, ich bin noch da. Das Sima Board. Also ich gehe es mal Stück für Stück kurz mit euch um. Das Sima Board. Das Ding habe ich vorgestellt. Das Video, das dedizierte zum Sima Blade, kommt noch. Ich kann euch jetzt erstmal zeigen, welche Adapter und Sachen sie mir mitgeschickt haben jetzt. Diese hier habe ich bekommen. Ich habe bekommen den Power Adapter. Diese Stands nicht. Dafür den Dual Adapter. Die kosten ja alle fast nichts. Schaut mal, 15 Euro. Sogar die Wi-Fi Antenne 6E. Wi-Fi 6E. 40 Dollar. Also das haben sie geschickt, das Teil haben sie geschickt. Sie haben das Ding hier geschickt für 14. Diesen hier, und darüber müssen wir reden, diesen hier haben sie geschickt. Belüftet mit Intel-Chipsatz. Beim alten hat sie mir den mitgeschickt, den Aquantia 10 Gigabit Ethernet haben sie mir mitgeschickt. Und was haben sie noch geschickt? Ne, sonst nichts, das waren die. Gut, sonst nichts, das klingt schon wieder ein bisschen gierig. Aber halt sau viele Adapter. Und eigentlich habe ich schon mein B-Roll gedreht dafür. Das heißt, ich bin schon bereit für das Video. Und habe für all diese Adapter hier, die habe ich schon beruhigt, und da habe ich eine ganz verrückte Idee. Bevor ich jetzt aufs Sima Blade gehe, ich kann schon mal öffnen. Und dann hatte ich eine super verrückte Idee. Mir ist immer wieder, und das ist jetzt zum Thematischen stark relevant, oder kann ich das machen? Ja, zu dem, was der hier erlebt hat heute, ganz, ganz stark relevant, denn das Sima Blade hat diesen, oder haben sie mir als Creator, als Creator haben sie diese Intel-Karte mitgeschickt. Und der Kerl, der hört jetzt überhaupt nicht zu, deshalb gehe ich wieder zurück zu mir. Kein Problem, passt auf. Und ich habe dann gesagt, jo, wenn ich eh diese Karte habe und ich brauche keine 4, 2,5 Gigabit Ethernet-Karten-Slots, die brauche ich nicht am Sima. Wozu brauche ich 4, 2,5 Gigabit Ethernet-Ports? Aber ich hatte immer Probleme mit meiner OpenSense. Denn in meiner OpenSense ist random, ja. Marcel ist weg. Ja, der wird wieder reinkommen, das wird abgestiegen, dem sein Warn steigt dauernd aus. Deswegen, ja, wir hatten es verwarnt. Er muss seinen Rechner umschieben. Ja. Also, okay. Vielleicht auch das WLAN oder das Warn oder was auch immer. Bei ihm kackt es manchmal ab. Und bei mir ist auch Vodafone immer ausgestiegen über die OpenSense. Gateway Monitoring ausschalten hat bei mir geholfen, zum Teil. Zum Teil aber auch nicht. Und ich möchte euch was erzählen. Das hier zum Beispiel ist eine Intel i200er, IGB, als IGB-Interface wird es angekannt. Eine Intel, ne? Ja, die da. Die hat 4 1 Gigabit Ethernet-Ports. Gebrandet HP.
die hatte ich drin. Hat funktioniert, dachte ich. Was nicht funktioniert hat, und da wusste ich nie warum, die Telekom-Leitung konnte ich hier nicht draufklemmen. Habe ich die draufgeklemmt, keine Verbindung, hat sie rumgespackt, ist sie ausgestiegen, dauernd ausgestiegen. Also immer ausgestiegen, nach 2 Minuten ausgestiegen, nach dem Eininserten des LAN-Adapters. Komisch. Also habe ich die Telekom-Leitung die ganze Zeit über einen USB-Ethernet-Adapter von Anker laufen lassen. 250 im Bit. So, hört ihr mich? Kein Problem, ich höre dich schon, das ja. Nicht, weil du hast ja wieder eine andere Dings. So, also habe ich gesagt, ja gut, dann nehme ich halt diesen Ethernet-Adapter, macht mir jetzt nicht zu viel ab. Ne? Nicht allgemein. Nee, Alex. Ja? Kurz zur Info. Nein, ich bin nicht ausgestiegen. Ich habe nur meinen Rechner umgezogen, einmal umgeschoben, damit ich ein bisschen Platz unterm Tisch habe und habe das Mikrofon dabei abgesteckt. Aber sonst, bei mir hat sich nichts geändert und ich bin auch nicht rausgeflogen. Also alles gut. Nur wenn ich am Kabel der Kamera wackel, dann steigt die aus. Ich weiß nicht wieso, es ist mir auch egal. Oh. Völlig in Ordnung, pass auf. Das Problem, dem widmen wir uns als nächstes. Also diese Intel-Karte immer wieder ausgestiegen. Telekom-Leitung ging nicht gut. Aber die Vodafone-Leitung ist ausgestiegen, wenn Monitoring an war oder sie unter Last gekommen ist. Dann hat sie gesagt, na, Gateway down. Und das Interface ist weg gewesen. Hersteller-Chipsatz, das ist eine in Malaysia gefertigte HP-Karte mit der Revision 0A. Intel i 200 bla. Ne, eine OG Intel i200 bla, kann ich euch, warte, ich mach mal, welche Kamera ist das jetzt? Ich nehme die hier. Ja, die. Du bist zwar jetzt ausgestiegen, weil ich vorhin woanders war, aber nehmen wir die, da kann man es besser lesen. Also diese hier ist immer ausgestiegen. Immer. HP gebrandet, bla, Intel Nick. So, jetzt wird's spannend. Nachdem die immer weg war, habe ich also die SIMA-Teile bekommen. Ne? Also diese Teile hier. Und wie ich diese Teile hier bekommen habe, da war ja die Intel-Karte dabei. Und da ich sie im SIMA nicht brauche, habe ich sie instant einfach genutzt, anstatt sie fürs Video zu benutzen. Sorry an dieser Stelle, Ice Whale, die werden mir bestimmt nicht böse sein. Ich werde ihnen schon, die haben mein Internet gerettet. Denn ich habe die 2,5G-Karte in meine OpenSense gefeuert. Mhm. Und dann habe ich einfach die Telekom-Leitung und die Vodafone-Leitung rangeklemmt. Kein Gateway down, kein Ausstieg, kein gar nichts. Sogar ein bisschen mehr im Bit manchmal im Durchsatz. Klar, modernere Chipsatz, besseres Hardware-Offloading. Also für die Karte, die kostet zwar 100 Euro auf der Seite, aber für die Karte, oder, die ist richtig, also gut, das ist jetzt vielleicht so ein Nebeneffekt, dass sie unser Internet stabiler gemacht haben, aber wer kann davon ausgehen, dass der Sprung von i200 zu i225 so stark ist? Ja. Zirkumflex, ich kann dir nicht sagen, warum Zirkumflex-Nachrichten nicht angezeigt werden oder angesagt werden. Also bei Intel-Karten müsst ihr aufpassen, der i200er hatten ja zum Beispiel in den Mini-PCs, in den letzten Mini-PCs, die ich euch gezeigt habe, ziemliche Probleme. Zum Beispiel in dem Mini-PC, ne, weißt du, Intel gegen Asus-Video, in Intel, die haben Buffer-Probleme und so weiter. Diese jetzt hier, die i225, sind die gefixten. Die werden auch in der OpenSense nicht als IGB, sondern als IGC erkannt. Und dadurch rennt die Sau. Also, gut, Iceway hat, ohne es zu wissen, erstmal unsere Streams gerettet. Was noch? Das SIMA Blade ist noch nicht auf dem Markt. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich euch das zeigen. Also ich habe es hier im Betrieb, ne? Und ich kann ein bisschen was dazu sneakpicken, aber es ist nicht auf dem Markt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon machen darf. Das ist mir ja auch irgendwie Latte. Ich zeig's halt einfach. Die werden schon nicht böse sein für gratis Werbung. Das Ding sieht nicht nur sexy aus, das Plastik hier kannst du abnehmen. Ja, das kannst du rausklippen. Das ist einfach so ein Verdeckplastik, was cool aussieht, macht an der Passivkühlung keinen Einfluss. Und Crowd Supply. So, und es hat nicht mehr drei Varianten, sondern 2 Varianten. So sieht das ganze Ding aus. Ein Platinencomputer, das zerstört halt jeden Raspberry Pi und alles andere. Ne? USADA 3.0, so dem Slot. Kein NVMe, aber PC Express kannst du anbinden. Gigabit Ethernet, Mini DisplayPort. Geladen über USB-C, aber der wird full function. Das heißt, du kannst einen Dock klemmen. Aber du kannst trotzdem noch ein Display über das Dock fahren und aufladen, also Power Delivery auch, weil er zwei Wege ist. Der kriegt Strom drüber und funktioniert. Und du hast auf dem Board noch die Header, um alles Mögliche damit zu machen. Dafür ist es da. Expand, Hack, bla. Das ist sehr spannend. Ja, also das hat diese volle Funktionalität. Ne? Du kannst da drauf aus Cluster bauen. Und das Ding ist halt stärker. Ne? Ist halt 40% stärker als ein Raspberry oft. Manchmal sogar mehr. Hier sieht man es zum Beispiel. Hier Single-Core-Performance ist halt... Ja. Ne, also das Ding ist massiv besser als ein Raspi, verbraucht aber ungefähr gleich viel Strom. Was halt einfach, ja gut, und es sieht super aus. Ne? Also ob man es jetzt als Retro, die Bildergalerien muss man mal durchgehen, weil sie legen
Dialed off. Ja, Mini-Displayport 1.2, aber du kannst dir Display über USB-C ausgeben. Und ich habe halt auch dieses Rack bekommen, habe meine SSDs anstatt Festplatten rein, ne? Sieht geil aus. Das Einzige ist, du musst die Blenden wieder abmachen. Ich hätte erwartet, dass sie hier einen Slot reinmachen, wo es reinslottet, aber nein, das Gehäuse verkratzt du sonst. Du musst die I.O.-Blenden wegmachen oder die eine custom drucken. Die Idee dahinter ist geil und es funktioniert. Also klar, freilich, es ist jetzt vom Chipsatz her, wer sich jetzt wundert, nicht viel anders, aber ein bisschen was. Du hast auf dem Sima Board hast du einen Chipsatz und zwar den J3500. Hier hast du, du hast den N3500 und hier hast du den J3455. 3455 klingt schwächer als 3500. Er ist aber schneller und hat einen höheren Turbo. Also 200 MHz. Deswegen hast du 7-9% mehr Performance. Das ist ein Celeron und das andere ist einer dieser J-Chipsätze. Verbraucht wenig Strom, läuft schnell. Schauen wir mal an, wie viel soll das denn kosten? Das ist der Punkt, ne? Von hier, du kannst 64 im Moment geben, um eins zu kriegen, oder 392 max. Ne? Die fertigen sind wenigstens schwarz, die sehen schöner aus. Und hier ist es nochmal ein bisschen besser drin. Ich hab die Dual-Core-Option jetzt hier, ne? Es gibt da noch eine Quad-Core-Option, den habe ich nicht. 16 GB RAM kannst du reinmachen, 8 habe ich drin. Reicht für meine Anwendung völlig aus. Design ist final, genauso wie die Diagramme sind. Herzlichen Dank für den Sub. Kannst du nichts sagen. So, pass auf. Gehen wir mal runter. Die haben diesen Bild in App Store. Ich kann auch gerne noch mal ein bisschen zu Casa Ost was sagen. Casa Ost ist okay. Ne, das ist performant für schwache Kisten. Hier. Start your journey. Du kriegst ein Sima Blade für 4, also günstiger als ein Raspi. Mit mehr Power. Und PC Express. Hier. Das X86. Und den Quad-Core kriegst du sogar für 7,7. Also hier für 7.700 kriegst du sogar für $96. Und dann halt die Kits, ne? Mit allen Zusatzadaptern. Early Bird Bundle und so weiter. Da läuft auch andere Raid drauf. Habe ich ja gezeigt. Sima Board LAN Cache Video. Das würde, also 100% sind, 110% ein Stück funded. Klar, die übrigens auch ohne Funding raus. Das ist das Teil. Ich kann euch mal ein bisschen was sagen zum Stock-Ding, ne? Weil es ist kein Android. Ne? Ihr habt so einen App-Store und der App-Store sieht alles aus wie bei Sumo. Nur ich habe hier tonnenweise Apps, die kannst du auf GitHub, kannst du Repos hinzufügen, dann klickst du hier drauf, sehr unintuitiv, Add-Source, und dann kannst du hier deine Repos hinzufügen. Alles locker. Was ich sagen muss, ist Hit und Miss. Manche Sachen hier drin brauchen trotzdem eine Custom-Config. Das heißt, wenn du hier auf Installieren klickst, geht es manchmal durch, im Hintergrund fortfahren. Ja, dann macht er das einfach, zack, zack. Jetzt würde er Homebridge installieren, dafür braucht er 5 Watt. Ja, 5 Watt braucht er, um Homebridge zu installieren. Das Ding ist, manche Container sind halt trotzdem Hit and Miss, der geht automatisch in den Custom Install, dann musst du das Ganze per Hand eingeben. Ja, ist jetzt umständlich, jeder, der Docker kennt, kann das machen. Das für Einsteiger. Liegt das nicht eventuell auch daran, dass du Custom Sources hast? Nein, die Custom Sources sind alle für extra für Sima Board kompatibel gemacht. Das liegt nicht daran, es liegt daran, dass manche einfach, komm, geh weg, siehste, da hast du manchmal auch so Bugs hier. Ja, da braucht er ein bisschen. Ja, gut, das ist ja irgendwo ist notwendig, normal, dass du in der Config musst. Das ist bei jemand anderen OS auch so. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel PhotoPrism müsste, eigentlich out of the box gehen. Ja, genau, musst du nur hier. Manche haben sogar eine Command Prompt, dass die Sachen, die du sonst in XML eingeben würdest, hier einfach so eingibst. Ne? Step, und dann kannst du einfach fortfahren. Und er macht es halt, schau, zack, zack, zack. Also das ist okay, du kannst aber nichts umstellen. Und wichtig ist auch bei CasaOS, du kannst doch hier Speicherverwaltung betreiben, aber das ist deine Speicherverwaltung, mehr geht nicht. Ende. So, du kannst auch in die Settings gehen, wenn du denkst, du kannst LAN oder so einstellen. Fixe IP, ne? Einstellungen, das ist alles, was du hast. Du kannst den Webport ändern. Da ist nicht mehr. Barebones. Auch in den User Settings, du musst es wirklich im Terminal mit der Konsole machen, per Hand. Wenn du was mehr ändern willst. Dafür reicht die Kiste aber. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel meine Files gehe, ich mache im Moment nichts anderes als auf meine mobile USB-Platte wie ein Backup zu ziehen. Das reicht. Und die Casa OS HD, und das ist interessant, du hast nämlich das Casa OS auf einer 32 GB internen SD-Karte, die draufgelötet ist auf die Platine, also eMMC. Und jetzt habe ich meine SSDs genommen und habe die quasi in einen Verbund geschalten, meine zwei SSDs, mit dem 32 GB Storage. Und dann zeigt er mir das als Gesamtstorage an. Das ist ganz praktisch. Das heißt, er kombiniert die. Wie er das macht mit EXT4. Das ist nichts mit RAID oder irgendwas. Das ist einfach EXT4-Kombination und fertig. Sag mal, kann man SSL-VPN mit WireGuard aufbauen?
Aha. Es ist eigentlich. Also die Verschlüsselung kommt drauf an, was für ein SSL, was verstehst du unter SSL-VPN? War SSL-VPN der Marketingbegriff oder dass du er meint Self-Signed. Ja. Über 443 kommunizierst. Ja. Ich denke, das Self-Signed, so. Ja gut. WireGuard läuft ja nochmal anders. Da hast ich du ja Private Public Key per. Ich fand's schön, ich gebe euch dazu mal so ein bisschen Feature. Ich finde zum Beispiel, das OS ist hier eigentlich schon sehr nice von der Einfachheit. Ne? So schaltest du den Container aus, dann wird hier angezeigt, wie viel RAM der verbraucht, wie viel CPU. Es ist übersichtlich und schön. Kannst du nichts sagen, ne? Made with Love by Icewell, die wissen, was sie tun. Auch wenn es jetzt nicht direkt sich an Profis richtet, sondern an Einsteiger. Manchmal braucht es gar nicht mehr oder für kleine Kisten dann Home Assistant draufprügeln. Reicht, ne? Deswegen, ich habe Casa OS extra gelassen, weil es leicht ist. Es ist so lightweight, dass wir mit einem Docker-Container gerade mal 2% der CPU fressen. 10% RAM. Deswegen, das Video dazu kommt. Ich teste immer noch ein bisschen aus, ob ich jetzt zum Beispiel Kinks und Quirks finde, ob irgendwas nicht richtig funktioniert, ob da irgendwas rumspinnt oder so. Ja, du hast doch ein Terminal, hast du gesehen, SSH ist ja auch mit drauf und alles, ne? Supervised Copter-Träume. Wenn du ein Home Assistant nimmst, den Supervisor brauchst du für ganz, ganz viele Plugins. Supervised. Sieht sehr, ja, es ist einfach zu bedienen. Es ist clicky-bunty. Und das ist auch gut so für Leute, die gerade in die Nasswelt einsteigen wollen und dann sowas mit Backups. Ich finde sowas als Backup-Kiste toll. Die läuft passiv, die wird 42 Grad warm. Die stelle ich irgendwo in eine Ecke, hau zwei USB-Platten dran und hole mir immer von meinem Hauptrechner die Betriebssystem-Backups, falls da mal eine NVMe hops geht. Denn die Frage ist nicht wann, nicht falls oder ob, sondern wann. Ja, jetzt zurück zum, ich bin platt heute. Kindergeburtstag, mein Sohn hatte heute Geburtstag. Meine Frau und ich haben gesagt, wir machen einen fetten Dinosaurier-Geburtstag mit Dino-Eier zum Aufklopfen, Verstecken, 5 Freunde einladen, in der Location, mit Essen und Party und allem drum und dran, volles Programm. Vorher bei den Großeltern im Waldkindergarten und Action. Ja, und dann natürlich wurde mit Geschenken überschüttet, ne? Das Ganze hat sich ein bisschen bekommen. Dinosaurierfiguren, Spielzeug, einen vom Schwager, einen so riesigen bewegbaren T-Rex, Spiellandschaft, Memories, natürlich volle Nummer und dann kann man natürlich nicht einschlafen. Es sind immer noch alle Pakete ausgepackt. Ne? Es sind nur ein paar unausgepackte dabei, aber das wäre einfach zu spät geworden. Irgendwann wird man auch knatschig. Das ist wie bei den Erwachsenen. So, irgendwann wird man knatschig, wenn es zu viel wird. Und ich werde nur, blöd. Werden? Danke. Irgendwann in die soziale Energie. Die Vorlage war zu gut. Ja, wir haben also meine Frau zieht aus sozialer Interaktion Energie und mich kostet sie Energie. Ne? Das ist dieses schöne Prinzip der Löffel. Alles, was du hast, ist ein Löffel-Trade. Ne? Neues Bethesda-Spiel kommt raus, ich krieg einen Löffel. Ich muss die Waschmaschine machen, ich verliere einen Löffel. 10 ist das Maximum bei mir. An der Skala orientiere ich es. Heute war ich auf einem halben Löffel, aber ich habe mich gezwungen, also ich war echt 50-50 im Stream auszusagen. Ich habe Migräne bekommen, Nackenverspannung, HWS hat zugeschlagen und irgendwann dachte ich mir, jetzt ey. Was hilft es? Muss ja. Wenn die Löffel haben, muss Alex einen Löffel abgeben. Geht uns allen so. Aber vorher können wir nochmal ein paar Tech-Themen durchgehen. 3 Tech-Themen, die mich interessiert haben. Zukunft der KI. Ich gehe auf KI heute auch nochmal ein. Es werden Hologramme Realität. Wer hätte es gedacht? Jeder wisse seit Star Wars. Ne? Aber wir sind auch dabei, immer mehr Technologien. Ne? Das Hologramm ist jetzt das Nächste, was als Idee kommt. Es wurde immer wieder angefragt. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ne? Raspberry Pi soll das Ganze steuern. Sollten Sie lieber Manzima Blade nehmen, das ist schneller. Das Hologramm, kann man sich gerne mal durchlesen, habe ich gefunden. Fand ich sehr spannend, weil es jetzt wieder angegangen wird, so wie es immer wieder angegangen ist, ne, mit 3D. Ich glaube es noch nicht. Glaubt ihr das? Also ich glaube noch nicht, dass das jetzt so schnell kommt. Ich sehe das nicht als praktisch an. Doch, praktisch ist es AF. Es ist cool, ja, praktisch weiß ich noch nicht, aber ich glaube, es dauert einfach, bis es wirklich, sag ich mal, funktioniert. Moritz, die Praktizität, ne? Ein Hologramm. Weißt du, was die beste Praxis für ein Hologramm ist? Tutorials, hear me out. Pass auf, du bastelst was. Du hast jetzt hier zum Beispiel ein Schematic. Du hast einen Laptop. Du kannst den Hologramm-Overlay drüberlegen lassen
von Komponenten und wie sie heißen zum Beispiel. Oder lernen in Büchern, Annotations, als Hologramm drüber. Du kannst, wenn du was löten willst oder was bearbeiten willst, du siehst immer genau, was du gerade tust da zum Beispiel. Oder wenn du was misst, was es anzeigen sollte. Hologramme. Ne? Hast du schon mal mit Beamern gearbeitet? Die Hologramme der Zukunft sollen nicht wie Beamer funktionieren. Auch nicht mit dieser Lufttechnologie, sondern... Mir geht's ums Alignment. Ja, naja, Tracking und Alignment. Tracking und Alignment funktionieren heutzutage sehr, sehr gut mit den modernen Kameras und auch mit Face Swap und dem ganzen Zeug. Das ist ja alles AI-Technologie. Aber ja, Hologramme... Auf ein virtuelles Bild, ja. Auch auf ein... Tracking, Real Tracking. AR ist ja voll im Kommen. Ja, ja, dann hast du nein. Von der Kamera und auf dieses virtuelle Bild, das du digital hast, wird das gelegt. Es wird nicht auf die echte Welt gelegt. Es soll ins Hologramm gelegt werden. Hologramm. Deswegen ja, Schwebe im Raum. Die Technologien, die sie fahren wollen, sind interessant. Es gibt verschiedene Ansätze im Moment, um Hologramme zu machen. Alle, die bis jetzt auf dem Markt sind, natürlich Trash, viel Luftstrom oder sowas und dann Trübung reinhauen. Was sie jetzt machen wollen, ist mit manipulierten Photonen die Luftpartikel selbst dazu bringen, dass sie Licht in eine andere Direktion und eine andere Wellenfrequenz emittieren. Die Luft ist ein Gas, das uns umgibt, das wir nicht sehen, zum praktischen Vorteil. Und sie wollen es jetzt schaffen, dass die Photonen beim Auftreffen auf unsere Atmosphäre, wisst ihr, 80% Stickstoff und Sauerstoff und so weiter, dass es dann quasi ein anderes Licht beim Auftreffen imitiert. Das ist die Technologie, okay, wo sie hinwollen. Da müssen sie ultrafeine Präzision und Laser entwickeln, deshalb ist es so aufwendig, die Entwicklung dahin. Nicht, weil es schwer computational ist, sondern weil es schwierig ist. Das ganze Optik ist eines der schwierigsten Gebiete der Physik. Räudig und schwierig. Und dahin zu kommen ist halt echt... Weg. Im Weltraum wird es nicht funktionieren. Ne? Zu dünne Atmosphäre, aber bei uns... Lass mal einen Laser mitten in der Luft enden. Die sind speziell moduliert und sollen auftreffen und bla. Das muss halt richtig eingestellt werden. Genau, das Laser hier ist gar nicht... Ja, ist halt, das ist höllenschwer. Das können wir, deshalb brauchen sie auch AI und so Zeugs. Ne? Klar, es wird hauptsächlich dann genutzt werden für das älteste Gewerbe der Welt. Das ist logisch, das wissen wir. Aber... Die Möglichkeiten dieser Hologramme, wie sehr ich mir das wünsche. Ich habe hier ein Smartphone. Ich sage meinem Hologramm, Jarvis, was auch immer. Hey, pass auf, ich muss das jetzt öffnen. Gib mir eine Anleitung. Pfeil hier, hoch da. Dinge zu lernen, das ist ein Game Changer. Hologrammtechnologie. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hättest so ein Hologramm in Mitte an der Uhr und du bist jetzt unterm Schreibtisch und bastelst am PC rum und brauchst jetzt mal schnell eine Anleitung oder was. Hup. Wohin? Das ist ja noch schlimmer mit dem Alignment, wenn du deinen Arm einfach bewegen kannst. Echtzeit-Tracking haben wir mittlerweile schon, auch Raumtracking, ne, anhand der Data Points. Das ist ja kein Problem. Ne? Also auch, dass es dann an der Stelle steht. Was ich sau interessant finde, für jeden Technikbegeisterten und jeden Bastler sind das hinderlichste Monitore. Monitore sind nutzlos, die sind gut zum Film gucken oder zocken, aber sie sind völlig nutzlos, wenn du arbeiten willst, weil sie deinen Freiraum einschränken, dass du konzentriert auf eine Stelle sein musst und nicht agieren kannst, independent. Und das kostet Rechenleistung bei dir, Rechenleistung bei der Kiste und so weiter. Zukunft ist davon weg. Deswegen mochte ich das unbedingt raushauen. Ich hoffe, dass es irgendwann in meiner Lebzeit noch hinbekommen werden, ne? Wo ich noch sehen kann. Aber glaub mir, wenn die Hologrammtechnologie endlich kommt, weil dieses ganze AR, VR-Zeug, das ist ja alles eine Krücke. Das ist Krücke, um Gelder zu generieren für das ganze Feld, bis wir dann diesen Durchbruch mal schaffen, wie in jedem Sci-Fi-Film gehofft wird, ne? Also, ich hoffe auch nicht, dass es aussieht, als hätte General Kenobi die Klonkriege verloren. Please not. Weil wenn sie das so releasen, so, das ist ja schon zu gut. Die ersten Releases werden so aussehen wie der Virtual Boy. Und das ist schlecht. Weil der Mainstream-Markt dann abspringt. Die sagen alle, nimmer mehr. Kennst du dieses Armband, welches ein Bild auf deinen Arm projiziert hat? Ja. Ungefähr hab ich gesehen. Ich mir das vor. Von der Qualität. Ja, please not. Noch schlechter als der Virtual Boy. Please nicht. Der Virtual Boy war besser. Kommen wir zur AI-Qualität. Ich bin dabei, ein Video vorzubereiten. Ich wurde ja auch gerade gefragt, hey, welche Videos hast du in der Pipeline? Ich habe sacken viele Videos in der Pipeline. Das Problem ist, ich muss dazu kommen und für manche Videos muss ich mir erst das Wissen anlernen. Das ist ein leidliches Ding, je älter man wird. Ne? Als Kind geht das leicht, aber wenn du Ü30 bist, merkst du, deine Neuronen schwinden. Und dann wird es manchmal auch schwierig, Konzepte zu hintersteigen. Wie zum Beispiel LoRas. Ich habe angekündigt, in dem Video KI trainieren. Das ist ein Ding, ihr könnt mich gerne mal Sachen fragen oder mir Tipps geben, was euch interessiert. Im Moment bin ich dabei, LoRa-Modelle zu trainieren, um Face-Swapping zu betreiben. Deepfakes sozusagen. Warum? Ja, erstens für Videos, für Bilder, um Thumbnail-Ideen testen zu können für mich. Und auf der anderen Seite wollte ich schon immer mal
einfach sagen, hey, pass auf, meinem Dad zum Beispiel eine Sonnenbrille verpassen oder sowas Lustiges. Das Ding ist, ja, Face-Swapping, Ganz kurz, rede du erstmal fertig. Okay, fürs Thema Face-Swapping und Deepfakes hat sich ein riesiger Rattenschwanz an Informationen aufgetan, den ich euch nicht vorenthalten will, der sich im Netz versteckt, mit ganz vielen Sachen, die ich nicht gedacht hätte. Das erzähle ich euch, wenn der Moritz seinen Kommentar abgelassen hat und dafür hier einmal groß. Zum Thema deinem Dad mal schnell eine Sonnenbrille ins Gesicht setzen. Photoshop hat gestern das generative Firefly Füllen und so weiter kommerziell nutzbar gemacht. Bisher war immer die Meldung, darfst du nicht kommerziell nutzen, seit gestern. Jetzt darfst du es machen. Darfst du es, weil jetzt ist es. Ja, weil es aus der Beta ist. Genau, ist aus der Beta raus. Das ist aber eine sehr verkrüppelte Variante. Gut, dass du es erwähnst. Ich nutze extra Photoshop nicht, weil erstens kann ich gar nichts eingeben und zweitens zeigen sie jede Armfalte als unsafe Inhalt. Ne? Die sind ein bisschen zu restriktiv. Und wir gehen mal zu restriktiv, weil das ist ein ganz schwieriges Thema bei AI. Face Swapping ist so der King of the Hill, aber wir müssen da kurz hingehen. Wie macht man AI trainieren? Naja, es gibt Modelle. Modelle und Refiner und Loader und Modeler und. ONX-Dateien zum Beispiel. Der heilige Gral im Moment für alle, die Gesichter swappen will, sind ONX-Dateien, die gut trainiert sind. Hugging Face macht da welche, es gibt auch andere Firmen. Das Ding ist, die werdet ihr nicht bekommen und keiner so hier einfach so ganz normal, der normalen Leute kann gut swappen, ohne Kohle auszugeben. Erstens wird immer vorgeschoben, der Grund ist natürlich Safety. Ne? Ich meine, das älteste Gewerbe der Welt, du könntest auf jede Frau einfach irgendeinen Körper shoppen oder was oder wie oder immer. Ne? Die Männer da draußen, gefährlich. Und natürlich auch Obama einfach oder Politiker oder Fake-Videos zu verteilen und so weiter und so fort. Aber Hauptgrund ist... Den Punkt haben wir schon schnell, den haben wir schon lange überschritten. Hauptgrund ist, dass damit Geld zu machen ist. Wieso? Im Internet kursieren Modelle, aber nur eines, und zwar, weil es mal so veröffentlicht und dann wieder gepult wurde. Also es wurde veröffentlicht und dann gleich wieder zurückgezogen, aber aus dem Internet verschwindet nichts. Das hat aber nur 128x128 Pixel. Das ist wenig. Und alle, die normal so das dann rumbasteln mit Stable Diffusion und so weiter und so fort oder Automatic 1111 und so weiter, jeder, der selber bastelt, der muss dieses Modell nehmen, weil es nichts anderes gibt und muss es immer upscalen. Und dann kommt es darauf an, wie gut trainierst du deine LoRa-Netzwerke, deine und so weiter und so fort, deine Modelle, auf was basierst du die, also da musst du viel arbeiten. Warum? Es gibt Modelle, die machen 512x512. 512 Pixel klingt auch noch wenig, aber 512 Pixel ist 8K-Qualität, wenn du das durch deinen AI-Sampler rennst. Und dann kriegst du jedes Face mit 2-3 Snapshots so perfekt hin, da schaust du, da kannst du keinen Unterschied mehr sehen. Problem ist, das ist Pay. Midjourney hat sich's geholt. In Midjourney wirkt dieser Algorithmus, oder halt dieses Modell, und alle anderen nicht. Nur paid. Nvidia zum Beispiel hat es auch mit verschiedenen Diensten und so weiter für Bezahlsoftware und Professionelle und Animateure. Kostet viel Geld, ist im beruflichen Rahmen, muss natürlich auch unterschrieben werden, hey, nutzt du nicht für das und das und das. Und weil damit viel Geld zu holen ist, gibt es sowas nicht bei uns auf dem offenen Markt. Man muss auf Leaks wieder hoffen. Jetzt habe ich mir natürlich zum Ziel gemacht, wenn man nur auf Leaks hoffen wird und hat nur Blödsinn, dann schauen wir doch mal, wie viel man aus dem Blödsinn rausholen kann. Und dann gibt es einige Sachen, wie zum Beispiel KI. Nieren. Und Roop ist nicht gut. Roop ist nicht gut. Es gibt noch Roop Advanced, ist okay. Es gibt Reactor, es gibt MTB, es gibt so viele Modelle und Möglichkeiten. Es kommt immer darauf an, wie gut ist das Gesicht und wie gut ist das Modell, auf dem du trainierst. Aber die Dinge sind nicht gut. Und goldenen Weg werde ich euch zeigen, an dem ich gerade arbeite, der verschiedene Methoden miteinander kombiniert. Und das ist der heilige Gral, um gute Ergebnisse zu erzielen. Und ich werde den Workflow auch zur Verfügung stellen. Aber nicht auf Stable Diffusion, sondern auf Comfy. Comfy ist einfach ein Stable Diffusion auf Steroiden mit Nodes. Wer Node-RED kennt, das ist Node-RED für AI. Und damit kann man alles bauen. Und ich gebe euch schon mal einen... Mach ich dich groß für die Klicks? Ja, ist Katze. Oh, jetzt haben wir Bilder oben. Ist aber wurscht. Katze, süß. Katze. Ist für die Klicks. Für die Klicks. Ich kann euch schon mal einen kleinen Leak geben. Aber mehr nicht. Denn sonst verrate ich zu viel vom Video. Das hier solltet ihr euch holen. Das nennt sich Pinocchio. In Pinocchio kannst du jegliche Form von jeglichen AI-getriebenen Modell für Stimme, kannst jemand seine Stimme kopieren und so weiter und so fort. Kannst dir alles holen. Und du brauchst nichts. Du nimmst Pinocchio,
Und dann klickst du auf Install, die Install-Prüfung geht, dann wird eine SH ausgeführt, die alles optimal, jede Runtime als VANV anlegt, als virtuelle Umgebung unter Python. Das heißt, jede einzelne AI-Software hat ihre eigene Umgebung mit eigenen Dependencies, mit eigenen Anforderungen und eigenen Versionen. Pass auf, jetzt wird spannend. Denn sowas zu installieren war pain in the ass. Jede Version von jedem Programm hat eine andere Version gebraucht, musste eine andere pullen. Der NPM hat nicht funktioniert, dann hat Python down da nicht funktioniert. Kannst du einfach runterladen, zeige euch gleich den Link. Und das Ding hat alles mit All-in-One-Installern drin, wird immer aktualisiert. Klickst auf Install, für Dings installiert, die quasi wie ein Pseudo-Container, wo das drin ist, ein Ordner. Und da ist es drin und dann kannst du da alles machen. Und die gehen alle. Zum Testen würde ich dir sowieso empfehlen, hau dein Pip-Install und die ganzen Späße nicht auf dein Hauptsystem, sondern probier erstmal in der VENV aus. Was ich euch zeigen kann, ja, aber das Ding legt ja automatisch dafür eine VENV an und hält alles aktuell. Du musst nichts machen, also gar nichts. Von TensorFlow, TokenFlow animierte Videos zu alles. Ich bin gerade dabei, mich einzuarbeiten. Ne? Ich habe auch schon viele installiert, wie ihr vielleicht gesehen habt. Mit denen habe ich allen schon ein bisschen rumgespielt. Und meine Lieblinge sind im Moment ComfyUI. Face Fusion geht nicht, aber ich mache meine LoRa-Modelle mit Koya SS. Das ist übel einfach und schnell und super. Und natürlich ein bisschen Standard Stable Diffusion Kram. Das nächste, was ich mache, ist Model Scope, zwar Image to Video und Video to Video für Intro von dem Video, das ich dann mache. Und ich zeige euch gleich mal, wo ihr es herkriegt. Es ist so, Pinocchio. Ach komm, warum machst du mir ein Seitenfenster auf? Man weiß es nicht. So, gehst du drauf. Der AI-Browser. Das ist ein Google-Feature, was einfach nicht richtig funktioniert. Ja. Das ist irgendwie super weird. Es ist super, super weird. Ich brauche es nicht. Also das ist Pinocchio. Da wird auch auf dem Dings nicht viel angezeigt, weil du brauchst nicht mehr. Du gehst auf Releases, holst dir deinen jeweiligen Release und würde im Video auch sehen. Und schau mal. Du hast ARM, AMD, Arch, Windows, alles da. Auch das App-Image. Go for it. Viel Spaß. Das ist alles Python. Python läuft überall. Wichtig dabei... Manchmal muss man eine Sache auch restarten. Ne? Du kannst einen Server starten und getrennt, aber das schaut euch Videos dazu an. Das Ding ist... So, was sagt deine Frau dazu, dass du sowas machst? Ist denn nicht etwas, was zeitnah etwas ins Haus bringt? Das Ding ist, nichts von dem, was ich tue, ist etwas, was zeitnah Geld ins Haus bringt. Videos, die ich zum Beispiel produziert habe, die brauchen halbes, dreiviertel Jahr, um mal etwas Geld einzuspielen und... Unser Verdienst liegt nicht in YouTube. Also davon könnte ich jetzt nicht mal unseren Cutter bezahlen monatlich. Das Verdienst kommt immer nur rein mit Investoren und Sponsoren. Sonst gibt es halt nichts zu futtern. Aber welche Hardware-Anforderungen hat man? Gordon, das ist interessant. Hardware-Anforderungen sind extrem gesunken. Was Schlimmes ist große Modelle, Stable Diffusion XL, 8 GB Modelldateien und das und das und gib ihm und Render und Schleif auf der GPU und der CPU gleichzeitig. Das ist böse. Wie weit sind wir vorausgekommen? Überhaupt nicht. Ha, nö, wenn mal was da ist. Ne, das ist immer Glücksspiel. Wichtig bei solchen Gedöns, mittlerweile sind wir auf Megabytes runter. Also du kannst Low Megabyte-Modelle und Modellerkennung auch auf dem Raspberry Pi laufen lassen, sogar für Echtzeit und sogar für Tracking von Personen und so weiter und für Smart Home. Kommt nach und nach. Mache ich eine Reihe dazu. Ich wollte es heute schon mal anteasern. Das Einzige, was man braucht, ist entweder eine super starke Hardware oder Zeit. Choose one of. Ne? Aber es ist ein sehr interessantes Thema, vor allem, weil alles, was so verbastelt ist in diesen kostenpflichtigen Sachen, kannst du mit dem Pinocchio sehr schnell selber machen. Und zahlst nicht monatlich 10 Euro an Midjourney. Dann hast du viel Zeug offen, wie du willst. Und dann gebe ich euch nochmal einen ganz, ganz kleinen Tipp mit, den ihr vielleicht noch nicht auf dem Auge hattet oder auf dem Ohr hattet. Und zwar Civit AI. Civit AI ist quasi der Platz für alles, was AI ist. So, da gibt es Modelle, da gibt es Bilder, da gibt es Anleitungen, da gibt es Workflows. Ihr könnt euch ganze Workflows herunterladen. Und Civit AI hat auch einen geilen Punkt. Du findest was, was dir gefällt. Wie zum Beispiel, ich scroll einfach mal runter und sage, oh, komm, mir gefällt jetzt dieser Pseudo-Sushi-Realismus. Klicke ich drauf. So, dann siehst du, okay, das ist ein LoRa-Modell. Nur 144 Megabyte ist cool, aha. LoRa-Modell, das heißt, ich muss das für irgendein AI das LoRa-Frist nehmen. Wichtig ist, du kannst jedes Bild auf dieser Seite anklicken. Jedes Bild. Er sagt dir,
welches Modell benutzt wurde, das du hier auch runterladen kannst, Rev Animated. Er sagt dir, welcher LoRa-Checkpoint genutzt wurde. Das sind zwei Knoten, die man einfach auswählt in jeweiligen Item. Er sagt dir, welche Prompt benutzt wurde und welche Negativ-Prompt. Welcher Sampler, welches Modell, CGF. Du kannst also, wenn dir irgendein Bild gefällt oder ein Style, kannst du dir den instant rippen. Und zwar einfach nur mit Copy. Hier der Copy-Knopf. Und dann kannst du spielen und basteln. Du wirst Ultra-Realismus, du wirst Produktfotografie haben. Du denkst dir, hey, pass auf, ich habe hier so ein Handy, aber ich möchte jetzt ein geiles Thumbnail haben. Na gut, dann machst du halt ein crappy Foto von diesem Handy, lädst es hoch, ne? Zack, rein in deinen Modeller und dann suchst du dir das passende Modell aus und dann reiterier mir das Ganze mit InPaint. Macht er automatisch. Das ist super crazy und es kostet nichts. Wichtig, ich habe ein bisschen herumgespielt, bei mir sind 700 GB an einem Nachmittag draufgegangen, Speicher. Man braucht Marcel, wer Speicher. Was bist denn du? Im Chat war gefragt, so. Wo du bist. Marcel, wer bist denn du? Ach, der ist schon wieder weg. Das ist eigentlich der Marcel, aber leider ist seine Cam wieder ausgestiegen. Bei dem steigt heute die ganze Zeit das Warnnetzwerk aus, das ist ganz schön blöd. Er ist ja noch im Teams-Chat, da schreibt er. Nur die Cam ist anscheinend ausgestiegen. Ah, da ist er. Ah, jetzt ist er wieder da. Faktenbasiert sagt, pass auf. Welches ist ein gutes Modell, um anzufangen? Gut, wenn ihr anfangen wollt mit Bildgeneration, wollt schnell gute Ergebnisse haben, dann geht ihr auf Civit AI hier drauf. Und dann zeige ich euch gleich mal. Ich muss das so machen. Weil wenn ich das nicht so mache, dann könnten NSFW-Content angezeigt werden. Und das wollen wir nicht. Weil wird alles ungefiltert gezeigt. Die besten Modelle, und das könnt ihr euch gleich werden, alle NSFW-Modelle sind besser als Nicht-NSFW-Modelle. Ich kann euch auch gerne erklären, warum. Weil sie mehr Freiheit im Generieren geben. Da kommt kein Pruning mit rein, das dir einfach alles kaputt macht. Und das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, weil wenn ihr die Modelle nehmt, die Nacktheit filtern, dann habt ihr ein Riesenproblem, weil ihr meistens nicht die Ergebnisse bekommen könnt oder bekommen werdet, die ihr euch vorstellt. Liegt an der Materie der Dinge leider. So, pass auf. Mich? Erstmal hört dich. So, und ich zeige euch mal gleich mal ein sehr gutes Modell, was ultra gut ist. Hört man mich? Jetzt holen, bevor es gepult wird. Jetzt holen, bevor es gepult wird. Ganz, ganz gut. Hallo, hört man dieses mich? Modell. Ja, man hört dich. Ja, man hört dich. Hallo. Achso. So, dieses Modell hier. Yamless Realistic. Super stark. Aber nicht nur das ist super stark. Ich suche jetzt extra das Realism-Modell raus, was ich so ultra gut finde. Das ist aber kein Stable Diffusion. Das ist... zieht durch. Aber sonst... nicht deswegen... Tensor Cores. Nvidia Tensor Cores. Deshalb ist TensorFlow auch so wichtig, weil... ne? Machst du das in der CPU? Ich zum Beispiel rechne viel in der CPU. Ich habe meistens spezielle CPU- oder GPU-Knoten bis jetzt. GPU-Knoten sind alles, was Upsampler angeht. GAN-Modelle, RealGANs und so weiter, die laufen auf der CPU einfach schneller. Und alles andere mache ich auf der CPU, weil ich habe 4,7 GHz auf 48 Threads. Warte mal, oder sind es mehr? 48 oder wie viel habe ich? Wie kennst du deine Rechnerstats etwa nicht auswendig? Also nee, ich kenne meine Rechnerstats. Warte mal, wie viele Threads habe ich denn? 12, 24, 48. 48 Threads habe ich. Gerne 48 Threads, ja. 48. Auf 48 Threads geht das Ganze ein bisschen flotter, ne? Nein. Katze, geh weg da. Auf AMD geht das GPU nicht so gut, stimmt. Weil es halt keine spezialisierten Cores hat. Interessant ist da auch, und das, sorry, dass es so lange gedauert hat, um auszuholen, aber ich musste dir erklären, warum ich so antworte. Interessant ist auch, dass die Tensor Cores, hat es immer geheißen, ey, die haben keinen Sinn bei denen, die sind noch gar nicht genutzt. Hold it. Alles, was mit DLSS zu tun hat, hämmert die Tensor Cores. Brachial, bis zum Anschlag, aber immer nur für Mikrosekunden. Das ist Burst Hammern. Der Workflow mit AI-Chips und AI-dedizierten Hardware-Lösungen ist völlig anders, wie jetzt so ein Workflow mit einem normalen x86-Chip. Die Tensor-Cores oder die CUDA-Cores werden für solche AI oder solche speziellen trainierten Anwendungen, die laufen auf 100% GPIM, aber halt immer für nur jetzt nicht, jetzt nicht, ganz, ganz schnell hin und her. Weil die Anfrage kommt, die Antwort kommt schon, weil die sind so spezialisiert wie ASICs, die machen ihre Aufgabe aber sofort. Und dann sind sie wieder auf Hold.
weil eben die CPU oder in dem Fall die GPU, der x86-Chip, nicht hinterherkommt mit den AI-Chips. Deshalb immer nur Burstfire. Wenn die schneller wären, könnten die AI-Cores auch mehr ausgelastet werden über Zeit. Reicht für eine 360 allgemein KI zu? Ja. Also insgesamt gesagt, mehr VRAM besser. 24 GB VRAM und ich laufe ins Limit. Ist mir schon mehrmals passiert, dass ich Knoten umbauen muss, Upsampler oder mehrere Workflows, einfach Pause drücken, Stopp drücken, Bild exportieren und den nächsten Workflow importieren, weil 24 GB VRAM ist ein Happen. Ich bräuchte eigentlich 48 oder mehr auf einer Grafikkarte. Also ich persönlich, aber ich will auch Bilder auf mit. Ja, ich will aber auch Bilder mit einer Auflösung von mindestens 4K. Und das Problem ist, wenn ihr Bilder hochsampelt, sagen wir mal, ihr habt jetzt ein kleines Bild, 1024. Ihr baut was Geiles draus, sieht auch geil aus. Ich könnte euch Sachen zeigen, aber vielleicht kann ich was zeigen. Komm, ich teaser mal, was ich generiert habe. Ich suche mal was Schönes raus und dann bastelst du was. Und wenn du das gebastelt hast, dann wirst du es noch upsamplen und upscalen und dann rumarbeiten. Aber dann darf man nicht vergessen, dass das alles in RAM liegt. Im VRAM der Grafikkarte. Und da wird es ganz schnell eng, wenn da gearbeitet wird, gelesen wird, geschrieben wird. Und gleichzeitig sagt er dir, ey Junge, ich habe keinen Speicher mehr. Stop, please. Stop. Stop in the name of love. Und dann? Oh, dann Rüdiger, ist halt... Rüdiger, bitte. Das nicht. Rüdiger, bitte. Und jetzt suche ich mal was Schönes, was ich euch vielleicht zeigen könnte, was ich generiert habe. Nicht alles ist Kunst. Ich bin ja auch noch am Probieren, ne? Ich bin jetzt am Probieren, Prompts auszuprobieren. Ich probiere aus, wie sieht's mit Faces aus? Wie sieht's mit Optik aus? Ich probiere, wie sieht's aus mit Gegenständen? Wie sieht's aus mit, es ist ein endloser Kampf, bis man die Modellsachen so hat, wie man sie selber gut findet. Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt nichts, wo ich sagen kann, hey, das ist ein einfacher Weg und das erreicht man ganz schnell. Ich schaue gerade mal durch, was ist schon vorzeigbar, da ich mit Loras arbeite und die teilweise echt noch super trashig aussehen. Ich arbeite, ja, ich zeige mal ein gutes und ich zeige mal ein Trashbild. Gut, ein Trashbild schon. Sekunde, gib mir kurz, ich gehe mal die ganzen Ordner durch, weil die sind alles immer noch Iterationen. Ich versuche gerade die Iterationsmodelle durchzugehen. Und ja, ist das ein gutes oder ist das schlecht? Das ist okay. Ich suche gerade, ob ich eins finde mit High Detailed Face. High Detailed Face ist halt nicht leicht. Also ich habe theoretisch... Easy. Die ganzen Trash... ja, das ist eigentlich ganz cool. Warte mal. Siehst du, wenn man sich konzentriert, ist es spät abends. Deswegen verzeiht mir. Es ist spät abends. Und du hast einen Kindergeburtstag hinter dir. Und ich habe einen harten Kindergeburtstag. Deshalb finde ich nicht alles direkt so, wie ich es mir überlege. Ja, das ist ein. Was ich zum Beispiel testweise mit nur dem Realism und ein bisschen so Lore gewöhnt. Und ich glaube, also meiner Meinung nach, und die ist sehr bescheiden, brauche ich mich damit nicht vor Midjourney verstecken. Definitiv. Ich glaube, nee, definitiv, ich brauche mich damit nicht vor Midjourney verstecken. Kann das, ja. Ihr müsst mir Nachsicht zeigen, also ganz viel Nachsicht bitte, weil nur mit diesem Generationszeug bin ich natürlich noch lange nicht durch. Was heißt noch lange nicht durch? Jetzt gehe ich noch in den anderen Ordner, weil hier gibt es auch ein Temp und ein Output. Gib mir kurz. Outputs und das ein. Und ja, bis man da mal durch ist. Ich habe zum Beispiel probiert. Ja, gut. Das kann. Also, schauen wir mal rein, was ich gebastelt habe. Wie gesagt, ne, Nachsicht zeigen, ist jetzt noch keine hohe Kunst, ne? Ist einfach noch keine hohe Kunst. Ich bin dabei. Ich bin dabei, Modell zu trainieren und ich habe mal versucht, wie weit komme ich mit meinem Modell ran an meine Frau, ohne ein Bild meiner Frau zu trainieren. Und das war mein erster Versuch. Das ist schon mal
von der Cinematic-Qualität in Ordnung. Ich habe natürlich noch ein bisschen Upscale-Probleme gehabt. Das waren so die ersten Versuche. Wo ich so, hier sieht man noch die Artefakte und so, ne? Aber ich finde, bis auf ein Auge, die Skin-Details habe ich gut hinbekommen soweit. Und wenn ich da noch ein bisschen rum- und upscale, kriege ich auch das mit der Textur in den Haaren hin. Also, ne, das ist Meter-für-Meter-Arbeit. Und was ich auch gut hinbekommen habe, da habe ich es dann versucht, hey, pass auf, es muss kein Realismus sein. Es muss kein Realismus sein, habe ich mir gedacht. Sondern es reicht, wenn ich jetzt, ja. Aber der hat natürlich ein bisschen was Blödsinniges gemacht, denn ich habe gesagt, hey, ich will eine Feuerzeug-Umgebung haben und hat mir dann hier eine random Hand mit Kippe reingearbeitet. Die könnte man natürlich wieder rauscroppen. Aber was gut aussieht, ist die Beleuchtung, die indirekte Beleuchtung der Flamme, die er mitgenommen hat. Und auch die ganze Face-Proportion hat er gut hinbekommen. Die Brille nicht. Daran arbeite ich noch. Die ist hier komplett. Das was? Gesicht wird aber direkt beleuchtet und nicht indirekt. Ja, hier halt, ne? Und die indirekte Beleuchtung von hier hinten auf den Haaren, siehst du das? Das nimmt er mit. Ja. Das nimmt er hier mit. Ne, das meine ich, die nimmt er mit. Das ist gut. Also wir haben schon mal, ne? Es geht. Pass auf, jetzt kommt natürlich noch spannender. Was habe ich noch? Ich habe zum Beispiel ein bisschen künstlerisch probiert. Da waren dann die Faces nicht gut. Ich habe zum Beispiel, das ist, war das alte Zimmer von meiner Frau. Das habe ich versucht, stilistisch reinzuarbeiten. Und das ging ein bisschen in die Hose. Der Skin ist okay, die Skin-Beleuchtung ist okay, auch wenn er hier aufgegeben hat. Und ich wollte, dass es so ein Sketch übergeht, aber dann hat er hier halt die ganzen Face-Details gelöscht quasi. Auge passt nicht mehr zum Rest des Sketches. Man muss probieren, ihr merkt schon, man muss mit den ganzen Tools probieren. Manchmal sitzt du noch einfach da und kriegst das. Dann weißt du, du hast einen Fehler gemacht. Entweder in deiner Pipeline, in deinem Modeler, wo auch immer, weil ihr kennt ja, oder? Das ist der Nachbar von nebenan. Die Brille ist rübergefallen. Ja, so sehen Menschen aus, aber halt nicht hier. Problem ist, man muss halt immer warten. Ich muss halt pro Iteration warten. Es dauert, bis diese Iterationen durch sind. Leider lang. Auch wenn ich jetzt hier so. Karikaturen gehen gut. Karikaturen gehen richtig gut. Schaut euch das an. Also, ne? Also die sehen wie echte Zeichnungen aus. Das funktioniert. Aber was halt nicht funktioniert, ist das Ganze richtig darzustellen teilweise. Ne? Das ist, da muss man dran arbeiten. So. Ich hoffe, das war jetzt mal ein kleiner Ausflug in, ja, ich bin dran. Ne? Ich versuche was Hübsches zu basteln. Für euch im Video wird es bestimmt auch richtig gut werden. Oh, danke schön für ja, Kindergeburtstage sind super wichtig, finde ich. Und wir haben auch die Regel, dass es immer gleich viel oder eine mehr, wie er alt ist, darf er einladen, mehr nicht. Ne, das können wir vielleicht jetzt noch machen, bis er so 8 oder 9 ist, wenn er so viele Freunde überhaupt hat, dann. Und ab da sehen die Geburtstage eh anders aus. Dann gehst du in einen Funpark oder einen Freizeitpark oder sowas. Und wer mitkommt, so mit. So, du nutzt selber 12 GB VRAM, ja, können eng werden. Können eng werden, vor allem wenn du die höheren Modelle fährst. Deshalb Upscaler immer zum Schluss. Alles versuchen, die Upscaler so lange wie möglich rauszuziehen. Auch beim Modelltrainieren. Ich kriege 3,47 Iterationen pro Sekunde. Was sagt uns das? Naja, um ein LoRa-Modell zu trainieren, hast du jetzt zum Beispiel 20 Fotos. Und die 20 Fotos, da sagst du, pass auf, du machst Epochen, 10 Epochen. 10 Epochen sind gut. Und für die 10 Epochen sagst du, okay, pass auf, zwischen 40 und 50 Samples davon machen. Dann bist du, wenn du schnell generierst, bei 10.700 Iterationen. Für 20 Fotos oder vielleicht 15 Fotos. Und dann bist du nicht bei einer hohen Qualität. Das heißt, die Rate da mal runter, dafür brauchst du ungefähr 2 Stunden. Und wenn du dann ein Modell refinen bist, also nur ein Gesicht, dass das Ding immer ein Gesicht halbwegs okay erkennt, bist du schnell bei 100.000 Iterationen und dann kannst du dann 2 Tage durchlaufen lassen. 100.000 Iterationen bei 3,4 Iterationen pro Sekunde. Da darfst du halt auch nichts anderes nebenbei machen und musst ihn laufen lassen. Weil eben die guten, getricksten AI-optimierten Dinger nicht für uns rausgegeben wird. Nutzt du für Epic Realism Koya SS? Ich bin jetzt dabei, das zu machen, aber vorher habe ich einfach Comfy genutzt und Epic Realism in meinen eigenen Node. Workflows auf Civit AI runterladen, seid ihr am besten dabei. Damit könnt ihr rumspielen. Mega. Damit können die anderen gar nicht mal mithalten. Wenn man es richtig macht. Ne? Du kannst ja Prompts kopieren und so weiter. So. Quadros gehen gut für eine AI-Workflow, aber nur die neuen. Also die RTX Quadros.
Die Älteren haben keine Cooler. Oder vielleicht ein oder zwei Coolers. Moritz, da kennst du dich besser aus. Da kennst du dich besser aus. Ich hab gar nicht zugehört. Ja, okay. Die Quartografikkarten. Alles klar. Warum machst du auch sowas jetzt? Und wisst ihr, weil die Sachen halt so teuer sind, ist es super nervig, weil sie halt wirklich, ne, die Grafikkarten und so diesen Eimer einschaffen, damit kann man mehr machen, aber wenn jetzt mit Journey oder was bucht oder mit Credits, das ist super teuer auf Zeit, vor allem wenn man viel ausprobieren will. Und dieses Modell fährt aber nicht nur die AI-Schiene, sondern jetzt mittlerweile auch die Engine Creator. Was heißt das? Naja, die Engine Creator, diese hier, die Unity meint jetzt, wir verkaufen unsere Aktienanteile, wieso? Ganz bewusst. Denn sie sind Pay-to-Win mittlerweile. Unity haben ja angekündigt, dass sie Preismodelle haben. Ne? Unity soll kosten. Ab einem Umsatz von 200... Ja, aber ab einem Umsatz von $200,000 innerhalb von 12 Monaten soll pro Installation Geld gezahlt werden. Das heißt, wenn du Steam wenn das gezählt wird, dann kannst du Leute in den Ruin treiben, Entwickler, theoretisch. Wenn die jetzt knapp dran sind. Und das soll jetzt ab einem Kernumsatz, und das kann ja schnell gehen, der Typ entwickelt Only Up. Ein Indie-Typ, einfach mal schnell Only Up. Wenn er das in Unity gemacht hätte oder hat, und das Modell ist in Kraft getreten und die Leute installieren das Ding, dann kann das super schnell teuer werden. Ja, und Only Up hat ja schon Anfang an Geld gekostet. Schau dir mal Danny an. Ja, Danny. Kostenlosen Spielen, der hat auf Twitter, hat er sich mal ausgerechnet, wie viel er zahlen müsste. Das wären fast 500.000 nur für die zwei, das waren die letzten zwei Free Games, keine Ahnung. Es waren auf jeden Fall mehr 100.000, die er hätte zahlen müssen. Einfach nur, weil ein Entwickler kostenlose Spiele entwickelt hat und damit zufällig Geld gemacht hat. Ja, die haben jetzt angekündigt, dass kostenlose Spiele da ausgenommen werden. Oh, und Enterprise. Und aber die Personal. Ja. Indem es halt einfach die Möglichkeit zum Kaufen gäbe, dann zählst du schon wieder nicht unter die kostenlose, hast aber eventuell, was weiß ich, du hast die Installation erreicht, 200, wie viel Installation brauchst du? 500.000, glaube ich. Und kannst es dir einfach nicht leisten, weil plötzlich, was hat sich der Entwickler, ich weiß nicht mal wer das war, irgendjemand hat sich das auf Twitter mal ausgerechnet. Ich sage immer auf Twitter, ja. 500.000 hätte er zahlen müssen, hat in dem Spiel aber nur 200.000 verdient. Und hätte das Releasen damit dann $300,000 gekostet. Ja. Das ist zur Entwicklung. Deswegen, das ist ein schwieriges Modell. Es ist ein ganz, ganz schwieriges Modell und die CEOs sind vorher schon abgesprungen, ne? Und haben sich Cash-Out gemacht. Vorher war es halt so. Das Wichtige daran ist, ne? Der Cash-Out. Weil das nicht. Das ist halt die Arschnummer. Sie wissen, das ist böse. Sie wissen, es gibt einen Shitstorm. Sie wissen, das ist richtig miese Nummer. Und holen sich erstmal, verkaufen ihre Aktien, holen sich erstmal die Kohle. Weil sie wissen, was sie machen. Ist das Insider Trading? Ist der Typ, der bei EA die Führung hatte, ne? Ja, darüber brauchen wir nicht reden. Da gab es ja schon mal. Ja, ich will es nur nochmal für die Zuschauer. Ja? Ich will nur mal, ne? Es ist eigentlich, ob das jetzt Insider ist, ist auf jeden Fall Marktbetrug. Wenn das public wird, dann wird da jemand einschreiten. Wisst ihr, wer da einsteigt? Die Regulierungsbehörde der USA, der Börse, wird dann einschreiten und sagen, Junge, was ist da los? Bis dahin ist der aber schon auf die Bahamas. Mit seinen Abermillionen. Wenn du durch Insider-Informationen, was er wusste, dass wir das bald releasen werden, wusste... beziehungsweise sich ausrechnen konnte, okay, der Aktienkurs, dem würde es jetzt nicht gut tun, ich verkaufe lieber mal. Das ist definitiv Insider-Trading. Ja, klar, das ist Insider-Handel. Aber wenn das so ist, ne, wir können jetzt niemandem was unterstellen, das ist ja kein Rufmord, wir wissen es ja nicht. Ne, aber wenn das so ist, dann ist es strafbar. Wie sich das ausgeht bei Leuten, die Geld haben, ne? Wenn viele Leute Geld haben, für die gelten manche Gesetze nicht. Weißt du wieso? Die haben No-Clip. GTA also, Sterne wegcheaten. Reden wir nicht drüber. Nächstes Ding. Kenn dich Möglichkeiten VRAM? Du kannst keine VRAM simulieren. Was du machen kannst, ist, du baust dir einen Workflow, wie zum Beispiel ein CompUI. Dann hast du ein temporäres Bild. Das speicherst du, entweder als Auto-Output oder speichern. Dann lädst du den nächsten Workflow, in den gehst du rein und machst ab da weiter. Also du teilst es auf in prozedurale Schritte.
Das kannst du machen. Könntest du auch mit Batch-Scripts machen, in Stable Diffusion und so weiter. Aber du musst es halt Stück für Stück iterativ abarbeiten, was du vorhast. Und musst es im Kopf vorher haben. Um in wenig VRAM-Probleme zu gehen, ladet kleine Bilder, 128 Pixel oder 56 Pixel Bilder und macht die erstmal im ganzen Workflow durch. Das Ergebnis wird nicht so hübsch sein und ein kleines Bild, aber daran sieht man schon mal, was sind die Anforderungen, wie läuft das exponentiell, da muss man abschätzen. Das ist eben, wir sind hier groundbreaking, ne? Wir machen hier Vorreiterarbeit. Lohnt es sich ein Oldtimer Ryzen 7 207X auf einen 565? Ja, klar. Ein Ryzen 5 6500. Oder du meinst i, oder? Gibt's gar du meinst nicht. I. Du meinst den i5 6500, oder? Weil der wäre deutlich älter, der i5 6000. Ja. Sechste Generation, das war 2014. Nee, mach nicht. Ja, deswegen, da bleibt beim Ryzen 7. Der ist viel schneller als der i5 6500. Kann sein, dass er sich vertippt hat und ein Ryzen 5 5600 meinte. Wenn er den meint, dann lohnt sich's auch nicht, weil der 5.6 nicht schneller ist als der 2.7X. Der 2.7X kann nämlich overclockt werden und hat sau viel Power. Ja, und Ryzen 5 650, das ist ein 8-Kerner, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich glaube, ach, was wäre das für eine Welt? Brain at Work, es gab genug Leute, die haben zusätzliche VRAMs draufgelötet, hatten wir jetzt in letzter Zeit. Aber die Grafikkarte bootet auch. Ne, es gab einen, der hat über 100 GB VRAM draufgelötet. Bootet auch, aber startet halt kein Spiel mehr. Weil die Pipelines alle nicht checken, was das für Chips sind und so weiter. Und du müsstest das BIOS umschreiben und lauter so Gedöns. Also. Das soll man mal machen. Custom Treiber, Custom Firmware, viel Spaß. Musst halt selber schreiben, ne? Aber sonst. Muss da gehen, China-Karten, die Fake Infos reporten. Ja. Also, wenn man. AI ist ja ein ganz anderes Anwendungsgebiet als Gaming. Niemand im Gaming braucht 24 GB VRAM. Wissen wir. Aber du musst auch vorher wissen, was du mit deiner Hardware tun willst. Ich wusste, ich bin Content Creator, ich brauche das. Ne? Sogar so ein Stream, gehen wir mal easy rein. Dieser Stream mit meinen Rechnern, schaut mal, was der frisst. Vom VRAM. Der frisst ja schon 8 GB, die sind ja schon standardmäßig immer hämmert. Nur weil ich so viele Monitore und OBS offen habe. Und auch bei der zweiten Karte hier sind es auch 1,2 GB, die immer hämmert sind. Wenn du einen Monitor ansteckst, kannst du gleich pauschal sagen, ein 4K-Monitor frisst dir schon mal ein Gigabyte VRAM weg. Einfach weil das Bild gerechnet werden muss und so. Ist halt. Man muss das vorher wissen, was man tut mit seiner Hardware. So! Alex, Telegram, ja. Ich weiß sowas nicht. Ich weiß nie, was ich tue. Das ist schon mal nicht gut. Nein, das ist gut. Weil, wenn du nicht weißt, was du tust, weißt du auch nicht, was du falsch machst, also machst du nichts falsch. Einfach nur mal zur Kenntnisnahme, Alex. Ach so, das ist die Kenntnisnahme. Ja. Nice. Okay, das ist krass. Interessant, also ich hoffe, niemand von euch streamboardet uns gerade, denn 215, nein, aber sie sehen sehr organisch aus. 215 Zuschauer sind schon sehr strong dafür, dass wir eigentlich gerade nur über AI-Technologien, Modeling und solche ähnlichen Sachen gequatscht haben, so ein kleines bisschen laidback entspannt. VRAM ist halt bei Gaming, ja, 12 GB sollten drin sein, bei 4K aufwärts. Ja. Und es ist auch ein Unding, dass du im Handy, oh, ich will 32 GB mehr haben, hier zahl mal 2000 Euro mehr. Ne? Völliger Blödsinn. Welche Grafikkarte sollte man jetzt kaufen? Fokus eher auf Gaming und Multimonitor als FR. Ja, wenn du Gaming willst, ist die Frage, streamst du noch? Und wenn die Antwort nein ist, ist die nächste Frage, nutzt du DLSS oder eben XELSS oder FSA. Wenn du Upscaling haben willst, weil du willst 120 FPS hitten, dann würde ich empfehlen, irgendeine 40er-Karte von Nvidia. DLSS 3.5 mit Frame Generation ist fürs Gaming, egal wie schlimm es ist, es zu nutzen, ist die schlimmste Krücke, die wir haben, aber sie funktioniert. Ne? Man darf es nicht unterstützen, man macht es trotzdem. Das ist so wie bei Nestle kaufen oder eine Bauermilch trinken oder von Mondelez irgendwas nehmen oder Fidschi-Wasser trinken. Ne? Das ist Guilty Pleasure. Das heißt, wenn du es einfach willst, dass es funktioniert, gut aussieht und das tut, was es soll, kaufst du eine 40er-Karte, Empfehlung 4070, set and done. Ne? 4060 geht auch, aber schon knapp. 4070 hält lang und du kriegst auch wahrscheinlich noch das neue DLSS 4 mit und so weiter und Frame Generation. Ja, und bei höheren Monitoren sowieso. Du brauchst mit der 30er-Reihe, brauchst du überhaupt nicht anfangen bei der 30er-Reihe 4K-Gaming aufwärts. Vor allem bei großen Monitoren. Es ist halt
Hast du dir das Video von Koidokron geschaut, wo sie das Modell mit ein paar Bildern von dir selbst nachtrainieren? Nein, noch nicht. Wir haben aber auch ganz andere Trainingssoftware. Aber nee, das habe ich noch nicht gesehen. Deswegen habe ich ja die 40er-Reihe gemeint. Frame Generation Sync. DLSS 3.5 geht auf jeder RTX-Grafikkarte, auch auf der 20er-Serie. 3.5 geht auf jeder, aber Frame Generation nur auf der 40er. Das heißt, die also DLSS 3 ging ja nur auf der 40er-Serie. Ne? Also die neueste DLSS ging nur auf der 40er-Serie. Aber 3.5 geht wieder auf allen, nur Frame Generation geht nur auf der 40er. Warum sie das so machen, man kann es ja den Leuten nicht einfach machen, weil einfach wäre viel zu einfach. Einfach. Und es würde überhaupt was erklären. Wer von euch kennt überhaupt die unterschiedlichen DLSS-Profile? Was ist DLA? Was ist A, B, C, D, F im DLSS-Profiler? Was machen die? Ich habe mir den Scheiß gegeben und eingearbeitet. F ist Max-Performance-Profil, ne, und sowas. Und DLAA oder Up-Down-Sampling ist eigentlich das, was du willst. Das machst du auch bei der AI. Du upscalst und downsamplest. Warum? Weil es schärfer ist und du hast kein Aliasing. Du kriegst feine Linien und Kurven, kein Gechitter. Deswegen skalierst du hoch und wieder runter. So, und ich hoffe, dass man nichts doppelt hört. Meine Kopfhörer sind leer. 2K, der 1080p-Monitor reicht die 3070 locker. Was genau machen die P-States und wie verwendet man sie? Meinst du es beim Prozessor? Meinst du die P-States oder die C-States? Was meinst du genau? Und bei welchen Prozessortypen, was geht's? Och, du hörst uns gern zu? Das freut mich. Das freut mich. Hab mal eine Frage, was haltet ihr vom aktuellen Kombi Ryzen 5, 5600X und 2080? Passt. Reicht. Ist super. Bist performant unterwegs. Hält ihr noch ganz... Ja, halt. Reicht. Für 1080p oder so. Zum Spielen ist halt reicht das, ja. Mit dem Headset Razer Kraken Tournament. Das hat immer so ein Knacken nebenbei. Audio-Controller ist im Arsch, aber der Überklinke geht. Ha! Das ist garstig. Refund? Kannst du es noch refunden? Das ist... Wenn diese Onboard-Chips kaputt sind, das ist super räudig. Also wenn du dir ein 5800X3D kaufst, der Unterschied sind 250% Leistung. Melk hat gefragt, ob er vom R5 5600X auf den 5800X3D geht. Ist der X3D, der 5800X3D ist nach dem 7800X3D der schnellste Gaming-Chip gewesen. Jetzt der schnellste Gaming-Chip, der schnellste gewesen. Durch den 3D-Cache ist das Ding super schnell und lohnt. Wenn du es für 200 Euro machst, das Upgrade, ist es ein Schnacker. Drüber ist es, würde ich es mir überlegen. Ja? Crackmanspann tauscht immer die DLSS dann aus gegen die. Das ist nicht Cracken. Nur weil du darfst die DLSS-Dateien austauschen, darfst du auch runterladen. Jeder Starfield-Modder macht das im Moment. Du holst dir die DLSS-Datei direkt von Nvidia und tauschst sie einfach aus im Folder. Wie das ja gesagt hat, er holt sich die Spiele nochmal gecrackt, um das einfacher machen zu können. So habe ich das verstanden. Nee, das kannst du bei jedem Spiel Drag and Drop machen, das ist unterstützt. Jedes. Und die starten alle damit. Das ist anders als der DLSS-Swapper. Ohne. Ja. Kannst du einfach händisch droppen. Ne? Also, aber mit geht's auch. Und bei Spielen, die es nicht unterstützen? Yusuf Hatake. Es gibt einen Modder, der hat DLSS Frame Generation auf die RTX 20er Serie drauf gepatcht mit Gewalt. Und er hat machbar und laufbar gemacht in der 30er und 20er Serie. Was hat er herausgefunden? Dass es nicht läuft. Das heißt, es läuft, aber er hat gleich viel FPS bekommen mit Frame Generation. Warum? Weil die Last der Frame Generation AI-Last ist. Die CUDA, nicht ganz Tensorkerne der 20er und 10er Reihe und auch der 30er Reihe, können aber diesen speziellen Workflow von Bildgenerierung in Echtzeit nicht so schnell handeln. Was heißt, du bekommst keine Performance mehr. Du könntest es reinpatchen, aber es wird nicht schneller, nur buggiger und sieht crappier aus, weil Sachen nicht mehr gescheit dargestellt werden. Das heißt, das kannst du tun, aber diese Frame Generation läuft ja nicht auf den Grafikkarten, sondern auf den CUDA bzw. Tensor Cores. Und die sind halt andere als in den neuen. Und da das wie ASICs sind, kannst du die wegschmeißen. Pro Generation, wenn ein neues Feature kommt, weil die das nicht, das kannst du nicht nachpatchen. Das ist dedizierter Workflow. Und wenn der nicht in Betracht gezogen wurde für die Erstellung dieses Chips, dann kann er es nicht. Das verstehen die Leute nicht, denn die können es nachinstallieren. Es ist keine x86-CPU. Man kann mit diesen Cores nicht machen, was man will. Man kann das machen, was man im Kopf gehabt hat, wie man sie eingebaut hat. Alles, was danach kommt, nein,
Wenn da also Features dazu kommen, die sie nicht unterstützen, Pech. Das ist wie wenn du deinem C64 beibringen wirst, wie Raytracing geht. Ne, das ist halt... Ne? Weil es vorhin wahrscheinlich irgendwie gesagt hat, Pocket Cast ist so ziemlich die Universalwaffe für Podcast. Man findet eigentlich alle Podcasts, ob RSS, Spotify, Amazon, geht alles. Außer TGF. Ja. Dann zieh doch mal vom RSS-Feed. Weil bei uns kannst du ja auch, du kannst ja überall, Spotify und so weiter, kannst du ja unseren Podcast hören. Oder Podcast, Homepage. Was? Problem mit Podcast? DLSS gibt's doch auf AMD-Karten. Das nennt sich FSR 2 und bald FSR 3.0, was dann Frame Generation unterstützt. Ja, der Daniel meint, dass man unseren... Noch nicht, aber es kommt. Daniel meint, man kann unseren Podcast auf Pocket Casts nicht anhören. Pocket Casts, der Geekflix-podcast.de, den RSS-Link. Auf Pocket Casts, weiß nicht, muss man es eintragen, dann können wir das machen. Ich habe das jetzt erstmal bei den wichtigsten Plattformen überall eintragen lassen. Wofür die CPU? Ganz einfach. Gaming. Hast du mal gesehen, was zum Beispiel Starfield mit einer CPU macht? Das ist CPU-bound. Oder du spielst ein Spiel wie zum Beispiel Planetary Annihilation. RTS-Echtzeitstrategiespiele sind CPU-bound, nicht GPU-bound. Weil die Berechnung für eben Szenarien im Realtime, Strategiezüge und so weiter, laufen zu 90% über die CPU. Solche Games, diese da, zum Beispiel wie Starfield, Planetary Annihilation, Total War, die sehen 20-30% Uplift nur durch eine bessere CPU. Da kann die GPU machen, was sie will, die wird meistens nicht mal ausgelastet. Und deswegen für Leute, die andere Genres als Ego-Shooter spielen, lohnt sich eine gute CPU zum Gamen. Vergessen die Mainstreamer unter uns oder eben die User von großen Games meistens. Aber es gibt auch kleinere Games, die jetzt zum Beispiel nur darauf ausgelegt sind, jetzt so Strategiespiele zu spielen. Also nicht Spiele, die jetzt nicht mehr im Trend sind. Ne? Also Baldur's Gate zum Beispiel ist rundenbasiert. Rundenbasiert ist immer noch sehr im Trend. Aber ein Realtime-RTS, zum Beispiel Warhammer, oder wo du ganze Armeen von 100.000 Leuten in Echtzeit aufeinander schätzt, vermisse ich, gibt es jetzt nicht mehr so sehr. Aber es gibt Hardcore-Fans, die diesem Genre treu geblieben sind. Was ich da zum Beispiel geliebt habe, war Sins of a Solar Empire. Und zwar alle drei Editionen, die Finale am Ende auch, die musstest halt patchen, dass sie sogar 8 GB RAM nutzen kann, weil die lief nur auf 4 GB, so alt sind die Spiele schon. Ich warte auf einen Nachfolger von solchen Sachen, Raumschlachten in Echtzeit und so weiter, jede einzelne Einheit gleichzeitig kontrollieren, das ist so my thing. Und wenn du sowas spielst, die GPU kann das nicht. Das ist wieder sowas, Henne-Ei, die GPU kann zwar schön aussehen machen, aber kann nicht berechnen, hier pass auf, komplexe Handelsmodelle, Wirtschaftssimulation im Hintergrund. Dafür brauchst du deine x86. Okay, von wo bekomme ich den DLSS-Swapper? GitHub. Einfach runterladen. Tobi82, Grüße nach Gera zurück. Story aus meiner Jugend. Gab's den DLSS-Swapper nicht sogar aus dem Microsoft Store? War der nicht aus? Ja, nimm mal, der wurde ja gepult. Vor unserem Video schon. Story aus meiner Jugend. Ich hatte Windpocken. Aber nicht wie alle anderen Menschen. Nein. Weil sonst heißt es immer, ach, der hat Windpocken. Komm, ich bring mein Kind auf und der steckt sich an, dann hat es rum. Kriegt mir nur einmal im Leben, ist ja nichts Schlimmes. Weniger als 1% der Leute haben die Windpocken auch auf den inneren Organen. Und das hatte ich als Kind. Nicht nur außen die Pusteln, sondern auf allen inneren Organen. War fun. Heißt, du magst X, weil klar, X ist sehr stark. Klar, nicht nur jetzt X Beyond the Frontier. Beyond the Frontier ist immer noch mein Lieblings-X. X Rebirth war, aber auch XCOM. Ich liebe auch die XCOM-Reihe. Mavic, wo finde ich denn erst aus die Podcast-Seite von euch? Wirft bei mir einen XML-Fehler. Moritz! Achso, Seite soll kein XLM. Was? Alex, du gehst jetzt mal auf deinen Desktop. Du öffnest jetzt mal die Podcast-Seite und zeig mir das direkt im Stream. Ja. Geekflix-podcast.de. Ich mach's sogar noch einfacher. Ihr geht in Google. Denn Google ist unser Freund. Google ist immer gut zu uns. Und Google, Podcast der Geekflix. Dann findest du Podcast oder First Row. Ja, den gibt's auch noch. Da gibt's TheGeekflix-podcast.de. Draufklicken. Es lädt. Willkommen auf unserer Podcast-Seite. Alle Podcasts, super sexy, super schön, kann man sich geben.
Ihr könnt es auch über Spotify machen, so, ne? Aber dann klickt ihr drauf, manche sogar als Video, da kommen bald wieder welche als Video geladen. Dann klickst du da drauf, dann klickst du auf Play und dann kannst du ihn abspielen. Ja, also sogar direkt auf der Frontpage. Oder du klickst auf die Episode, genau, dann wird geladen. Schau mal, hier seht ihr, wo man das Ganze abonnieren kann. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Musik, Android, E-Mail, dieser RSS, den klickst du an und dann hast du ihn runtergeladen. Hier, das ist die Datei. Ja, weil deine, eigentlich sollte... Du kopierst ja, aber bei mir, ich hab's eingestellt so, ne? Aber, ja, aber das ist geht. Ja. Außer du lädst es dann im RSS-Reader, was ich separat hab. Ja gut, aber dann kriegst du keine neuen Infos, oder? Ja, genau. Grüße zurück in die Dom-Rap. Brain at Work. Meinung zu Intel 14er Gen kaufen oder auf die 15er warten? Welche hast du denn? Das klingt blöd, welche hast du? Dann kann man das erst sagen. Du kannst einfach sagen, kaufen, nicht kaufen. Bester okay, RAM-OC-Kalkulator, was würdest du da empfehlen? Gar keinen mehr, weil RAM-OC-Kalkulatoren alle nicht mehr funktionieren. Jedenfalls mit den neuen Zen-Generationen oder neuen Intel-Dingern. Du musst ein Feeling dafür entwickeln. Das heißt, du kalkulierst nicht mehr, du probierst aus. Trial and Error. Und wenn es mal einen Monat dauert. Ich sitze heute noch da und tune. Und zwar nur noch TRFC-Werte 2 hoch, 2 runter. Und dann schaue ich Test-Boot und so weiter. Seit ich den gekauft habe, seit über einem Jahr. Und ich teste immer noch so Feinoptimierung. Aber ich bin auch damit belastet, dass ich es perfekt haben will. Ich bin bei 315 Mikrosekunden. 315 Mikrosekunden bei 256 GB RAM. Das als Tickrate ist. Unter 290 kriegst du eh nicht. Aber das ist schon so tight, da passt in die Hose fast nicht mehr rein. Siehe, XNG muss uns auch finden. Weil den habe ich selber. Was haltet ihr von vier Messattacken, was hier in Deutschland... Was? Wir sind ein Tech-Kanal. Ne? Das ist jetzt unpolitisch. Und du kommst auf Messerattacken. So. Der gute Volkssport. Ja, der gute Volkssport. Das Ding ist, das Real Life ist bedenklich. Ne? Also, bedenklich. Und ich äußere mich immer ungern zum Real Life, weil ich da vielleicht eine kontroverse Meinung vertrete zu vielen Dingen, die zwar beruht auf gesundem Menschenverstand, aber der ist nicht mehr default installiert bei den meisten Leuten. Also der ist nicht mehr als Autobloatware mit drauf. Bei vielen Leuten ist das schon entschlackt. Und deswegen diskutiere ich auch nicht mehr so gerne mittlerweile. Ich behalte meine Meinung so eher für mich und fahre meine Schiene. Ne? Also ich kann jetzt mal vielleicht wählen oder politisch ein bisschen Einfluss nehmen, weil das hört einem sowieso niemandem zu. 50% ist ein Scam, kaum abgibst, nur der Preis wird 25% höher. Richtig, das hatten wir letzte Woche. Die Frage ist aber, wenn du jetzt ein Intel, nicht 15 Gen, sondern du hast zum Beispiel 6. oder 7. Generation, dann lohnt sich das Upgrade schon auf das Neueste. Einfach wegen Effizienz und Strom sparen. Erik, das ist geil, ne? Einfach einfügen mit RSS. Dafür haben wir den RSS-Feed. Der Moritz schaut doch, dass der immer weiter funktioniert, oder? Ja, es gibt noch ein paar Probleme. Spotify interpretiert den immer noch nicht ganz richtig, aber wir sind dran. Genau. Der Nico Rescue Stream würde gerne in seinem Abschlussprojekt seiner IT-Ausbildung in Android ein Monitoring-System für eine Windows-Server-Struktur aufsetzen. Zwei Vorgehen, die du hast. Entweder du willst das Ganze über Smart Home Bloat hier umsetzen, kannst du. Du kannst sagen, hey, ich nehme Home Assistant. Du kannst sagen, ich nehme Home Assistant, pull mir alle Windows Server Daten, dann lasse ich sie mir grafisch aufwerten. Kannst du machen. Oder du nimmst den schönen Weg, du schickst alle Informationen in Grafana. Und dann kannst du damit alles anstellen, um das Ganze so richtig schön, nicht nur gut aussehen zu lassen in Realtime-Monitoring-Sachen und so weiter, sondern auch zugänglich zu machen, gleich Sheets zu compilen, vielleicht sogar als PDF auszugeben und so weiter. Also da kann man viel. Weißt du, wie du das Monitoring machst? Eine mögliche Lösung, die ich jetzt bei mir machen würde. Installierst du einen Subex? Alles gut, Tobi, du musst ihn entschuldigen. Dieser Subex hast auf jedem Windows dann einen Agent, der dahin sendet. Machst deine Monitorings dann entweder direkt in Subex, kannst darüber dann auch dein Alerting machen oder die Daten in Grafana abgreifen. Mach das so. Prometheus! Schöner! Ja, du. Zabbix speichert direkt timebasierend, kannst direkt daraus abgreifen und du hast... Ja, aber das Schöne an Zabbix, womit ist schöner? Du kannst da schon aufhören, Alex. Du kannst in Zabbix deine Dashboards bauen, du kannst in Zabbix deine Alerts machen. Ist nicht ganz so schön, nicht ganz so einfach,
aber kann eine Menge, kann alles. Ja, kann, ja, Zabbix kann viel. Zabbix ist Open Source kostenlos. Du könntest auch EEK nehmen. Klingt jetzt auch blöd. Das ist aber dann nicht mehr kostenlos. Doch, EEK ist kostenlos. Nicht kommerzielle Nutzung. Nee, kommerziell nicht, aber wenn du es jetzt für einen Server machst und als Abschlussarbeit, ne? Also du kannst EEK nehmen. Ich glaube, in dem Fall Logstash musst du kommerziell rechnen. Das Problem ist, dann musst du auch wieder relativieren vom Prüfungsausschuss, warum hast du das genutzt? Wie war deine Entscheidungsfindung? Okay, das ist auch, ja. Also du kannst, ihr könnt da ganz viel... Das ist ein ganz guter Anfang, sehr einfach. Ja. Meiner Meinung nach. Wieso hast du das genutzt? Alex hat es empfohlen. Irgendjemand im Internet hat gesagt, mach das. Also pass auf, es gibt ganz viele Sachen, es gibt ganz Wege, es gibt Wege über InfluxDB, es gibt Wege über Telegram, also, ne, und Telegraph, es gibt Wege über die neue Influx V2, ist strong, klar. Es gibt Wege, die du gehen kannst, Zabbix, du kannst Prometheus gehen, du kannst über Elasticsearch gehen. Es gibt ganz viele Wege für nach Rom. Das ist wie die Frage, was ist besser, macOS, Linux oder Windows? Es kommt auf deine Antworten drauf an. Was wichtig wäre, ich würde erstmal schauen, da gibt es im Internet genug Leute, die verglichen haben, wie ist die Performance bei welchen Workloads. Realtime-Pullen zum Beispiel. Realtime-Pullen mag Influx und so überhaupt nicht. Zabbix schon. Prometheus liebt das auch. Aber andersrum sind statische Daten wieder blöd. Und dann ist die Frage, wie machst du das mit deinen Datenbanken und so weiter und so fort. Ich würde Performance-Workflow aus... Was? Welch, was? Ich habe jetzt nicht... ADDS, Active Directory Domain Service? Oder wofür steht das? Aber ja, das ist was die Prüfer gerne hören wollen, wenn du das meinst. Schön. Also ich bin Autodidakt, keine Ahnung von Wörtern. Ich hau auf der Tastatur rum, bis es geht. Meine ganzen Erfahrungsberichte sind immer empirisch. Boah, klingt das schlimm. Okay. Active Directory Domain Service, das stimmt. Welches Thema? Du musst die vier Bestände... Wird Luke irgendwann wieder zurückkommen? Ja, der war doch also im Podcast dabei. Aber heute hat er sich gar nicht zurückgemeldet. Ich glaube, der hat im Wochenend-Relive sich angemeldet. Im letzten war er da, oder? Oder in welchem Wochenende? Neulich war er doch. Der letzte Woche Sonntag released wurde. Ja. Da war ich nicht dabei. Ach, das Wolf war der, wo theoretisch gibt es die Möglichkeit. Der hat nämlich gerade gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, seinen Audio-Controller zu reparieren. Ja, die Möglichkeit gibt es. Du nimmst deinen Voltmeter. MK ist auch gut, ja. Dann schaust du, ob du im Internet die Schematics kriegst. Wenn du sie nicht kriegst, dann misst du jeden einzelnen Kontaktpunkt aus, mit wie viel Volt. Und hältst gegen Ground. Und dann schaust du erstmal, ob alle Komponenten, alle Spannungswandler und so weiter Saft kriegen auf der Platine. Also auseinanderbasteln, die Platine durchtesten. Wenn alle die bekommen und du siehst keinen Fehler, dann musst du den Chip lesen, falls er nicht abgescrapped ist. Und den Chip dann in der Datenbank im Internet, den findest du irgendwo das Menü vom Hersteller. Dann holst du die Chip-Schematic, ziehst sie groß und schaust, an welchem Pin wie viel Volt anliegen sollen. Und dann testest du die alle gegen Ground und schaust, ob jeder Pin im Betrieb, wenn es angesteckt ist, die richtige Spannung rausgibt. Und wenn du da nicht gefunden hast, dann ist der Chip wahrscheinlich hin. Also auf eine andere Art. Ne? Wenn du merkst, hey, das sind beim Chip Dinger kaputt, dann kannst du entweder relöten oder kannst den rausnehmen und reballen, einen neuen Chip reinhauen. Genau, also das ist der einfachste Weg. zu testen. Du kannst natürlich auch das Ding einfach nehmen und haust es mal in den Backofen auf 120 Grad für 10 Minuten. Grafikkarte backen. Ist nicht schön, aber geht manchmal. Der Podcast-Link aus dem Banner im Stream ist tot, was? Kann es sein, dass es noch auf podcast.geekfreaks.de leitet? Kann sein. Da müssen wir das mal re-ändern. Danke für die Info. Werde ich gerne machen. Ja, das ist alles. Es kann natürlich sein, dass das im Auto-Template liegt. Kurze Android-Frage. Wie kann ich einen Docker 2 mal installieren? Ich brauche ihre... Easy peasy. Du bist an der richtigen Adresse. Du bist hier bei den Geekfreaks. Die Geekfreaks, die zeigen dir jetzt mal, wie du einen Docker doppelt installieren kannst, mein Freund. Sag mir mal, hier ist mein On-Rate. So, gehen wir hier rüber. Das ist ein On-Rate. Schön. Und hier hast du jetzt zum Beispiel einen Container. Wir sagen mal, wir nehmen... File-Run-Container. Ne, diesen hier. Der läuft. Jetzt will ich den zweimal. Dann gehe ich hier rüber auf Docker. Hier unten Add-Container. Such das Template von File-Run. Oder File-Browser. Oder ist hier. Dann nehme ich halt jetzt File-Run, dass wir konsistent sind fürs Video. So. File-Run. Wieso
Das ist das Ding. Und jetzt Templates hast du. Und jetzt gebe ich dem Ding einen anderen Namen, FileRun 2, und starte. Dann hast du eine zweite Instanz fertig. Das war's. Also nichts einfacher. Lädst du dir erstmal nur das Template runter und dann kannst du von diesem Template aus immer mehr Container starten. Du könntest natürlich auch mit Portainer rumspielen oder direkt mit dem Docker Compose arbeiten. Musst aber auf die Mapping eventuell achten. Ja, die musst du ändern, aber damit kannst du rumspielen. Ne? Also so, gute Nacht, Gordon Gaming. Bade. Und gute Nacht auch Tobi. Ach, ganz ehrlich, ich wünsche dir, dass du Ängste bewältigen kannst und ein gutes Jahr fährt. Ich gehe nicht wegen dir. Was? Okay. Ich habe irgendwas verpasst bei euch. Das ging schnell. Helmpunkt, sehr gerne. Das ist das Schöne an Unreal. Es ist schnell. Du kannst schnell mal was basteln. Weißt du, was auch schnell soll? Wir hatten es vorhin. Die Meteor Lakes stehen um die Ecke. Was könnte das sein? Oh, Core Ultra 7. Das klingt doch gut, oder? Die sind Ultra. Sind die jetzt auch so Ultra wie die M2 Ultra? Warum ist auf einmal alles Ultra? Die sehen gar nicht so Ultra aus. Und vor allem hier, Core Ultra 7, 165H. Wenn ihr noch mehr Zahlen und Buchstaben dahinter haut, klingt es immer noch nicht epischer. Stop this. Was auch immer der Blödsinn soll. Ob jetzt K, KS, H, 100 irgendwas. Vor allem jetzt... wir haben Schlagwort, Core. Dann noch ein Schlagwort, Ultra. Dann eine Schlagzahl, 7. Dann irgendeine Zahl und dann nochmal ein Buchstaben. Okay, ich habe anscheinend Legasthenie. Ich kann dieses Wort nicht mehr lesen. Selbst in der Tech-Sprache mir das fern. Why you do this? Damit fängt schon mal an. Und es soll jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie mit den Specs da ein bisschen mau auf der Brust sind. Ne? Weil klar, wir wissen, es ist noch nicht so viel geleakt, dass es in die Bezeichnung geht. Ne? Der 5 ist übrigens nicht mehr i5. Also nicht was im i5-Äquivalent ist und der 7 auch nicht, weil der Core Ultra 7 kann so stark sein wie ein i9. Also das ergibt auch keinen Sinn mehr. Dann hast du hier so ein Scheme 102H. Du musst jetzt wirklich nur noch Benchmarks abgehen, weil du von dem Namen nicht mehr die Performance ableiten kannst. Da sind wir jetzt ganz weg. Ne? Gut, das kommt auf einmal aber schon länger nicht mehr. Richtig, aber jetzt macht es keinen Sinn mehr. Ne? Jetzt ist es einfach nur noch random Bullshit Go. Einer mal über die Tastatur, ja, heißt so. Läuft. Wie war das? Der TSMC 7 Nanometer Prozess heißt Intel 5 oder so. Das haben sie auch immer gemacht, damit die Zahlen kleiner wirken, damit sie gleich auf mit AMD waren. By the way, das ist kein Nummernschema. Das ist ein Schlaganfall. Ein digitaler, hingeschriebener Schlaganfall. Wer im Marketing das absegnet, muss halt von der Grundschule an neu lernen, ne? Aber... Ja, das Marketing hat sich das ausgedacht. Ja. Das ist mir schon bewusst, dass die sich das ausgedacht haben. Aber diese... Wahrscheinlich haben die einen schweren Hirnschlag erlitten oder irgendwelche ähnliche sonstige Einschränkungen, die ihnen ermöglicht, am normalen menschlichen kommunikativen Verhalten teilzuhaben. Was jetzt nicht so auch, ganz. Du weißt doch, das Marketing hat das beste Koks. Sonst kommst du gar nicht auf solche Ideen. Okay, gehen wir weiter. Interessiert uns nicht, ne? Sagen wir hier Benchmarks. Einfach Benchmarks, super. Haben wir noch nicht, ist ja klar. Was geleakt wurde, die Dinger sollen hochgehen, 5 GHz. Easy peasy, haben aber die anderen auch schon geschafft. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass eigentlich von der Leistung her 3-5% mehr drin sind bei 25% mehr Preis in dem Refresh. Weil, wer es nicht weiß, das ist ein Refresh. Das heißt nichts Neues, sondern einfach nur ein bisschen optimierte Pipes. Ein bisschen optimierte Traces und so weiter und Chip und so weiter und ne? Ja. Kann man machen. Wenn ich jetzt eine alte CPU habe, ja. Weil dann willst du das Modernste haben. Das unterstützt die neuesten Standards und Dinge und den neuesten Microcode und hat vielleicht auch nicht die gleichen Probleme, die dann rauskommen werden. Oh, wir haben wieder einen Sicherheitspatch, aber es trifft alles 14. abwärts. Dann wärst du mit 15 wieder safe. Wegen solchen Sachen, klar, wenn du was Altes hast, immer das Neueste nehmen. Ich bin kein Freund der E-Cores, die machen Lags, Latency, Scheduler-Probleme und machen Games langsam. Ist so. Energieeffizienz gut, aber bitte dann so, dass es auch richtig funktioniert und einfach eine Krücke ist und hoffen, dass die Leute die Probleme der Falschimplementierung im Hintergrund nicht bemerken. Deswegen immer noch AMD im Moment für mich jetzt hier top of the number one. Klar, auch wenn die Rohdaten vielleicht besser aussehen werden bei Intel. Bis halt zur nächsten Mitigation. Problem dabei,
Ich habe den Faden verloren, denn ich wollte gerade eine super elegante, geile Überleitung machen. Ich habe gerade einfach mit Faden verquasselt. Dreck. Ah, kann ich den wiederfinden? Langer Tag, wie gesagt. Ich wollte von Meteor Lake, aber nicht zu AMD. Ich wollte zu Bethesda. Jeder Shitstorm hin oder her. Jeder Hate hin und her. Alles, was ihr euch denken könnt, hin oder her. Aber nur dadurch, dass es Starfield gibt, wurde herausgefunden, dass alle Spielehersteller seit Jahren die FSR, also das DLSS von AMD implementieren, das falsch machen. Wieso? Habt ihr die Artikel gelesen? Wisst ihr Bescheid? Wisst ihr warum? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Also, es gibt verschiedene, wenn ein Hersteller eine Software ausbringt, gibt er eine Anleitung, ein Manual, ein Handbuch mit. Hier ist das Handbuch. Bitte mach's nach Handbuch. Wenn man es nicht ganz liest und alle lesen es irgendwie nicht ganz, dann gehen halt die verschiedenen Sachen verloren. Und dann heißt es gleich wieder, oh, die Technologie ist aber schlecht. Wenn man es aber einbaut, ohne das Handbuch zu lesen, dann, okay, pass auf, Kurzfassung. FSR ist eine Build-Upscale-Technologie wie DLSS und sie könnte viel, viel besser aussehen. Tut sie aber nicht. Und der Hauptgrund, warum sie nicht so gut aussieht, wie sie aussehen kann, ist der, dass die Entwickler alle gewisse Befehle vergessen. Und zwar die Optimierungsempfehlungen von AMD selbst direkt, die dazu da sind, hey, pass auf, das ist unsere Empfehlung, damit sieht FSR gut aus. Ja, die setzen sie halt nicht um und implementieren Befehle nicht, wodurch Texturen schwammig aussehen, nicht scharf dargestellt werden, in der Distanz nicht gut aussehen und das Ganze kacke ist. Und durch Starfield wurde das jetzt wieder entdeckt, weil FSR-Swapping hin oder her, und dann haben sich Leute die durchgeschaut, die Befehle, ach, die habt ihr ja gar nicht implementiert. Wieso? Weil es keiner weiß! Weil die Entwickler einfach sich nicht damit beschäftigt haben und die meisten, die FSR implementieren es halbgar und nutzen gar nicht die ganzen Fähigkeiten. Deshalb muss es schlechter aussehen wie DLSS, weil klar, sie bauen zwar das Auto zusammen, aber vergessen halt die Heckklappe. Klar, dass es dann ein wenig zieht. So, okay. Ist sehr interessant und das muss erst ein Starfield daherkommen von Bethesda, das buggy as hell ist, um sowas rauszufinden. Aber Todd Howard hat auch gesagt, Starfield ist gut optimiert, wenn es nicht läuft, kauft den besseren PC. Mhm. Gut optimiert. Sie haben sogar die DirectX-Pipeline falsch implementiert. Und sie machen etwas ganz Interessantes, und zwar Starfield sendet Garbage-Code an die Grafikkarte. Und zwar um Hall-Cycles reinzuhauen, schicken sie der Grafikkarte Rotz. Die Grafikkarte sagt, oh, schaue ich mir an, oh, ist Rotz, schmeiß ich weg. Und das machen sie deswegen, weil das Buffer-Overflow-Probleme und so weiter löst, die sie zwar coden müssten, aber so geht's schneller. Die forcen ja. Refreshes und so weiter. Und das erzeugt Hall-States und tankt halt die GPU um 40%. Es könnte 40% schneller laufen. Einfach, sie tanken es durch ihre Art zu programmieren. Das ist so, der Einbrecher rennt auf dich zu. Du könntest jetzt ihn abmurksen. Du könntest jetzt ganz schnell davonlaufen. Du könntest ganz vieles tun, um dieses Drama zu beenden. Was Bethesda macht, ist, ich werf immer wieder kleine Bücher nach ihm. Das macht ihn langsamer. Dann gewinne ich immer so ein bisschen Abstand. Das ist die Bethesda-Methode. Das kannst du machen. Ist aber halt nicht schön. Und das wissen sie auch. But they don't care. Weil es die Bethesda-Methode ist. So haben sie es schon immer gemacht. So wird es auch weiterhin gecodet. Wahrscheinlich stürzt die Creation Engine ab, wenn du es anders machst und keine Hall-States forcierst. Wahrscheinlich gibt das Ding dann einfach auf. Naja, es ist die in der Entwicklung einfachere Methode, als jetzt mit Buffer-Overflow oder was auch immer umgehen zu müssen. Als programmieren zu lernen. Sagen wir es doch ehrlich. Sagen wir es doch einfach, wie es ist. Gut, du weißt nicht, wie die Umstände sind, wie die Entwicklung aussieht. Die Umstände sind, oh, wir haben einen Bug. Wir lösen ihn. Oh, es gibt die Umstände sind, das ist eine 20 Jahre alte Engine, die... Ja, die dann ja. Redesigned wurde, ne? Einmal durch ChatGPT gesagt, was können wir besser machen? Kaufe ich. Ich mag die Engine. Ich liebe das Spiel. Warum darf Fallout 76? Außer Fallout 76. Weil Fallout 76 böse ist. Eine Geburt des Teufels. Eine Geburt des Teufels! Das war ja auch nicht auf der Creation Engine 2. Gibt es einen vernünftigen Prozessmanager für Debian? Es gibt für jeden einen. Und zwar meinen Lieblingsprozessmanager. Nein, ein Prozessmanager. Ein schöner. Die Prozesse. BTOP. Am besten BTOP Plus. Das ist nur ein Process Monitor. Damit kannst du es ja auch managen, starten, beenden. Das kann alles BTOP++. BTOP++ for President. BTOP++, Gott. Liebe BTOP++. Da hast du sogar ein Benchmark-Tool mit drin, da ist alles mit drin.
Ja, zum schönen Anzeigen bei Top und oder der Virate und wenn du ein paar mehr Infos haben. Auch zum Managen. Schön. Du kannst auch durchprobieren. A-Top, C-Top, T-Top. Es gibt ja fast alle Tops irgendwie. Ja, ich nutz Bytop oder BPyTop, je nachdem, wenn es schön aussehen soll. Und wenn ich was rausfinden will, dann A-Top. Oh, jetzt kommt's gerade. Kenne ich einen Grund, warum es nur ungerade Zahlen bei Intel gibt? Ja. Kenne ich. Weil gerade Zahlen nicht aggressiv, gerade Zahlen nicht aggressiv genug klingen. Eine 3 wirkt stärker als eine 2. Eine 5 stärker als eine 4. Ungerade Zahlen haben etwas Gewalttätiges, weil sie nicht harmonieren mit einer Symmetrie. Und da sie gewaltiger klingen, nimmt man die, weil das nach Action klingt. Alex, weißt du, wie die 360 in Xbox 360 entstanden ist? Machen wir gern Mark Plain. Dankeschön. Nee. Das Marketing ist hingegangen und hat Leute befragt, welche Zahl ist am schönsten. Welche wirkt am ehesten nach Gaming und so. Und dann irgendwann kam es auf die 360. Das ist der einzige Grund, warum die Xbox 360 heißt. Das ergibt sogar Sinn. Marketing, ich hasse Marketing. Cora3e hat gefragt, ob ich freut sich erstmal, schön, dass du dich an Android erfreust. Wir freuen uns auch an Android. Jedenfalls meistens. Und schön, dass du Bock hast auf Basteln. Er fragt danach, ob ich einen Guide habe für Sicherheit in Android. Nee, habe ich noch nicht. Weil es meistens nicht nötig wird. Android kannst du im Default State nicht von draußen von der Welt erreichen, nur in deinem LAN und dann ist es sicher. Weil nur du den Zugang kennst. Ne? Wenn du jetzt aber willst, dass jetzt andere Leute darauf zugreifen können, im LAN freigeben, dann musst du ja aktiv was machen. Es freigeben. Und dafür ist natürlich Best Practice immer, erstmal sich überhaupt anzugucken, was muss und was nicht. Minimaler Aufwand. Das heißt, was nicht muss, gebe ich nirgends frei. Best Practice. Und wenn du was nach draußen routen willst in die Welt, dann immer Proxy oder VPN. Proxy, in dem Fall Reverse Proxy. Wenn du routen willst, nimmst du einen Proxy, was? Wenn ich raus in die Welt will, dann nehme ich einen Nginx Reverse Proxy. Wenn ich aber nicht raus in die Welt will, sondern an einen anderen Ort, wie jetzt, ich gehe mit dem Laptop zur Berufsschule, nehme ich einen VPN, wie Wire. Alex, du nimmst den Reverse Proxy nicht, wenn du nach außen willst, sondern wenn du von außen zu dir willst. Wenn ich nach außen freigeben will. Nach außen. Ne, wenn ich mit dem Unreal-Server nach außen will. Den nutzt du aber auch eigentlich nur für Webseiten. Da, er sagt es der Mann. Du kannst auch Streams drüber laufen lassen. Zum Beispiel einen Stream auf 21. Ja, das solltest du aber. Dafür hat man ein Jellyfin oder ein Plex oder sowas. Jetzt stop it. Dafür hat man sowieso unnötig doppelt gemoppelt, oder nicht? Der Moritz will halt immer. Der will immer so einen Spezial-Scheißdreck handcoden. Nein! Ich will definitiv keinen Nginx Proxy für am Ende nur eine blöde Portweiterleitung nutzen. Nee. Also wann kommt zu dem Open Sense? Ich muss sagen, ich habe es aufgrund einer speziellen Konfiguration schon mal betrieben, längere Zeit. Es funktioniert auch gut, aber ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich mittlerweile meine Ports am Router verwalte. Das sollte man sagen. Du solltest auch nirgends anders verwalten. Ja, doch, da zu dem Zeitpunkt war es das. Das hat so seine Gründe. Das war zu dem Zeitpunkt, wo ich noch keine öffentliche IPv4 hatte. Mhm. Ja. Ah, okay. Ja, das Gemisch. Gut, alles gut, alles gut. Wolfgaming hat gesagt, well played. Ich habe übrigens 2600K gehabt. Ist jetzt schwächer als ein i3-9100. Natürlich, 9100. Die Zahl ist schon mal größer, muss doch schneller sein. Nee, die i3 sind extrem schnell, weil die können dank ihrer nur Dual-Core-Technologie können sie sehr hoch takten. Und hoher Single-Core-Takt ist jetzt mittlerweile durch Kernoptimierungen besser als alte Multicores. Aber das ist auch logisch. Warum ich so aggressiv bin? Ich bin nicht aggressiv. Ich erinnere mich bei Moritz nur immer. Ich erinnere mich an jede Einzelheit, wo er so etwas genutzt hat, um mir auf die Glötz zu gehen. Mit irgendeinem speziellen Super-Sonderding, das da nicht funktioniert hat, doch funktioniert und dann völlig obskur ist. Und dann kommt er mit der Antwort, wir starten es einfach 10-mal neu. Alex darf nur mit VPN auf den Server. Ich habe ihm die Verbindung aus dem Internet. Pass auf, bestes Beispiel. Der Render-Server.
Wir formulieren es jetzt nicht aus, ne? Aber ich will diesen Render-Server öffnen, um da unseren Podcast zu normalisieren, dass alle gleich sind, für alle gleich aufgehen. Also gehe ich auf ein Parsec und starte das Ding. Hab mein Bild, okay, bekomme Bild. Oh, die Verbindung ist heute aber gut, cool. Ich muss mal kurz hoch. Ich komme wieder, bin ausgelockt aus Parsec. Die Kiste ist nicht mehr da. Moritz, was ist los? Ja, die fährt nicht mehr hoch. Wieso fährt sie nicht mehr hoch? I did nothing. Ich habe gerade mal den Desktop gesehen. Was ist jetzt los? Ja gut, da muss man das Ding x-mal powercyclen. Du lockst dich ein, sagst mir geht nicht mehr. Ich schau nach. Ja, braucht 2 Watt Strom. Der ist nicht an. Ja, warum? Du hast dich eingeloggt und danach war der Server aus. Alex ist schuld. Ja, der ich sag immer noch, Alex ist schuld. Weil er war der Letzte, der es angepasst hat. Er war... Damit muss ich arbeiten. Alex, ja. Never touch a running system. Du darfst mit dem Render-Server nicht arbeiten. Ihr versteht, also ich bin nicht passiv. Ich erinnere mich nur an jeden Moment. Er ist nicht passiv-aggressiv, er ist aktiv-aggressiv. Stimmt. Weil passiv sein ist auch irgendwo schlecht, ne? Da ist mehr auf sich zukommen. Ja, ich dachte erst, was? Es geht ja. Also jetzt alles gut. Alles gut, ich bin auch nur ein bisschen wirklich, wirklich, wirklich müde und ich werde wahrscheinlich auch, was sagt ihr zu, wenn wir es heute noch ein bisschen kürzen? Ich hätte jetzt Pause vorgeschlagen, so gegen 0 Uhr. Machen wir kurze Pause und dann machen wir nochmal so aus, klingen lassen, so. Ja, finde ich gut. Ja, übrigens, herzlichen Dank, dass so viele Leute zugucken, weil allein 88 Leute auf Twitch und 214 auf YouTube. YouTube heute super strong, super, super strong, was ich nicht erwartet habe. Wirklich nicht erwartet habe, weil wir wurden ein bisschen abgestraft mit diesem Algorithmus, dass der gesagt hat, wir wollen das nicht so ganz, nach dem Stream, nach diesem Peak. Warum wurden wir abgestraft? Weil wir, die Impressionen sind bei uns runtergegangen, weil die Retention runtergegangen ist. Was heißt das? Die Retention ist abgesagt, wir hatten ein Experiment mit viel Zuschauer und Abo-Gewinn beim letzten Livestream, das war gut, aber die Retention war dann nicht mehr da. Das heißt, also die Leute haben nicht weitergeguckt oder länger weitergeguckt und dadurch wirst du wieder ein bisschen runtergemodelt. Deswegen haben wir das heute jetzt auch nicht als nächstes Experiment gemacht, weil es hilft punktuell und macht punktuell viel Werbung für uns, so dieses Experiment vom letzten Stream. Aber auf lange Sicht könnte es schädlich sein, das kann ich noch nicht ganz ausarbeiten. Könnten wir auf den Zweitkanälen nochmal testen. Ich liebe sowas. Marketing ist, beziehungsweise SEO-Marketing mit Online-Plattformen ist mega. So, jetzt machen wir kurze Pause, oder? Ja, Pause. Ich schalte für euch extra auf den Pausoluierungs-Stream. Das heißt, ihr könnt jetzt endlich mal pinkeln gehen, Kaffee auffüllen oder einfach weiter chillen, aber bitte nicht ausschalten. Bleibt da bei uns. Bleibt einfach da. In der Zeit könnt ihr auch vielleicht mal so ein Euro-Spende oder Kanalmitgliedschaft abschließen, weil dann könnt ihr jeden dieser Streams, die wir jemals produziert haben, einfach für immer wieder, solange es YouTube gibt, einfach anschauen und runterladen. Nur mal so eine Frage. Bedankst du dich eigentlich bei deinen Abos? 2 bis 4K. Ja, oft. Wenn das ja, ist sicher. Wenn das ist sicher. Nicht bei allen. Also wenn ich sie sehe, mache ich das meistens. Ja, ich weiß, weil meinen hast du übersehen. Ja gut, du hast abonniert. Aktiv ignoriert. Ja, ich habe vorhin abonniert, gleich am Anfang des Streams, so um 20 nach 10 oder so, oder Viertel nach 10, glaube ich. Oh, finde ich gut. Like, 60 Likes schon, herzlichen Dank. Also ich habe es jetzt nicht übergangen, eigentlich ist das Grundvoraussetzung, du hast nicht abonniert gehabt, bis jetzt Strike. So, bis gleich. Cap, dunkel machen.
Schon sind wir wieder da. Eine Transition in die gleiche Szene. Zack, zack, zack. Ich hätte den Ton schon umschalten müssen. Ich Spezialheld mal wieder. Schön, dass ihr da seid und immer noch da seid und so viele noch da sind. Wie viele sind noch da? Wir sind gerade mal 40 Leute ausgestiegen. Also das ist in Ordnung. Gut, noch abgefangen. 5 Minuten. Wir haben gerade schon einiges wieder gelesen hier. Also ich habe einiges gelesen über Kandidat für den nächsten Community-PC. Erstmal schön, dass du da bist, Jody. Hier Freund von uns. Mitglied in The Geek Freaks. By the way, der Community-PC ist kaputt. Es gab ein massives Teilepaket, was wir bekommen haben. Ich habe jetzt noch kein Direktfoto, weil ich noch nicht zu viel verraten will. Erstmal Dankeschön, falls ihr heute zuguckt. Himikohle 82, ein Vieh, was wir alles bekommen haben. Der nächste Community-PC ist gesichert. Sobald Grafikkarten kommen, gibt es sogar zwei. Wird sexy, baue ich euch zusammen, wird ganz klasse. Ich muss mich bei allen nochmal super bedanken, das geht rund. Wer es nicht mitbekommen hat, wir bauen immer Community-PCs für Leute, die es verdienen und bedürftig haben. Ich opfere meine Zeit und baue Computer für euch zusammen, um sie zu schenken. Wahnsinn, oder? Das ist umsonst. Einfach nur, weil ich weiß, dass es Leute gibt, die sind bedürftig und ihr dürft dann natürlich immer raussuchen und voten, wer dieses Ding verdient. So, und jetzt gehen wir mal ganz kurz zurück, weil die Jungs sind noch gar nicht da. Aber wir hatten es jetzt ganz oft mal wieder von OpenSense und so von Multi-Traffic-Zeugs und so. Du bist schon die gute alte Firewall-Ruder-Kombination. Und pop, da ist sie, die OpenSense. Da Moritz hustet schon. Hä? Die, da ist hast du nicht gehört, oder? Meine OpenSense. Ich fliege jetzt sogar extra mal. Naja, hier ist ein gutes Fenster. Hier kann ich mich verstecken. Ha, als hätte ich mir das ausgedacht, dass ich hier so gut reinpasse. So, und das ist im Moment bei mir. Ich überwache mal ein bisschen. Hier sind beide Leitungen. Wer es wissen will, OPT2 ist bei mir die Telekom und OPT1 ist bei mir die Vodafone-Leitung. Die sind beide hier, beide überwache ich aktuell. Die sind super easy. Sogar die Vodafone-Leitung ist vom RTT gerade echt gut, vom Ring. Niedrige Latenz, alles gut. Die Intel-Karte macht einen Schmackofazius. Besser geht nicht bei mir. 10 Millisekunden Roundtrip-Time. Ja, für Livestream, für Upload. Heuer, hast du schon mal auf Doxys Upload gemacht? Also, läuft gut. Und vor allem, schau mal, wie wenig Mbit ich verbrauche. Ich habe ja noch viel. Ich habe ja viel Headroom eigentlich, ne? Noch nach oben. Wohin also, empfingst du? Fliegst du mal bitte deine IP? Es geht nicht über die OpenSense, weil ich habe zwei Modems davor und die geben beide ein LAN raus. Die geben beide ein eigenes LAN-Netz raus, deshalb wird da nichts gehen. Wichtig. Wohin pingst du, Alex? Ich pinge für die Telekom, also OPT2 pingt Cloudflare. Und OPT1, Vodafone, pingt Google. Warum? Pingt Google. Ganz wichtig, dass die zwei unterschiedliche Sachen pingen. Weil die gleichen Server können sie ja nicht pingen. Ne, klar. Weil ihr könnt nicht die Gateways auf... Das geht nicht mit DNS. Aber ich habe hier ein Multi-Gateway. Das heißt, ich habe zwei Gateways für zwei Leitungen. Ne? Hier siehst du es ja. OPT2 geht zu Cloudflare. OPT1 geht nach Google. Und die machen das. Also das geht relativ. Ich könnte natürlich andere auch nehmen, aber ich nehme jetzt diese Werte, die weiß ich im Kopf ungefähr, wie schnell sie sein sollten, weil ich es gewohnt bin. Und die beiden sitzen in der Tier 1 Group. Das heißt, beide sind nicht hundertprozentig gleich, weil ich die haben eigene Einstellungen in den Single Warns, aber sie sind in der gleichen Gruppe. Das heißt, bei Packet Loss oder High Latency wird einfach die Verbindung geswappt. Funktioniert ganz gut, wenn man Sticky Connections anhat. Außer jetzt das Gateway ist dann komplett aus, dann hast du eh verloren. Ne? Aber es ist besser als ein kompletter Internetausfall. Und bei solchen Sachen stecke ich gerne hier zum Beispiel ein Packet Loss. 20% bis 50% akzeptiere ich. Und auch ein Threshold bis 200 akzeptiere ich. Warum? Weil Leitungen können mal leiden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Leitung hier voll auslaste, weil ich sage, ich ziehe jetzt hier AI-Modelle und nutze die vollen 1200 Megabit Bits runter, ne? Also die 1,2 Gigabits, die vollen lastig aus. Und gleichzeitig denke ich mir, ich lade ein YouTube-Video hoch. Dann ist so viel Dampf auf der Leitung und so viel Widerstand und so viel Gedöns, dass hier auch gerne mal RTTs von 400, 500 auftauchen. Und dann soll die Verbindung nicht droppen, weil das mache ich ja bewusst. Das ist gerade mein Upload-Traffic, der da durch muss. Da sage ich, das ist wurscht. Das Internet darf mal für alle anderen im Haus gerade langsam sein. Ich habe hier Vorrang mit meinem Upload zum Beispiel. Das ist meine Frage. Meine Frage, hast du auch Errors in deiner OpenSense? Also im hier? Interface Errors, ja. 303 okay. auf der Vodafone-Leitung, die haut öfters Errors. Das ist ganz normal, mein Freund. Vodafone. Also ich weiß nicht, wann die Werte zurückgesetzt werden, aber ich habe 23.000.
Oh. Ja, das darf drei, nicht passieren. Das darf nicht. Also alles unter 1000 am Tag ist okay bei Doxis. Drüber böse. Ich lass mir ab über 10 eine Mail schicken. By the way, du hast ein... Ja. Marcel. Ganz wichtig, pass auf. Für alle da draußen. Ja. Um das hier niedrig zu kriegen, bei Kabel, Shaper. Shaper das Allerwichtigste. Und zwar, ja, was euch die Fehler wegarbeitet, ist das hier. Die Pipe. Der Flow Cube Codal. Piece of Cake. Und diese Pipe mit diesen Werten hier, die sind optimal für Gigabit, das sind die Werte, die euch die Fehler wegzaubern. Warum zaubern? Weil der Traffic bearbeitet wird. Und jetzt könnten wir ganz weit reingehen, was die Codal-Algorithmen machen. Das ist Wissenschaftsarbeit. Das wurde herausgearbeitet in Papers, die von nicht nur Studenten, von Doktoranden. Nee, Codal ECN, das ist die Error Correction, hieß aus. Pi ist ja, aber an. Das ist Codal auch aktiv, deaktiviert. Wo habe ich Codal deaktiviert? Das da. Bro, ich habe Pi an. Achso. Aber Codal ist deaktiviert. Das Pi gehört zu Codal. Und hier ist FlowQ. FlowQ, Codal ist auch FlowQ. Also ich kann dir, warum die Settings so gewählt sind, ne? Können wir gerne durchgehen. Du darfst den Standard CODL nur anmachen, wenn du nicht Doxis hast. Da können wir ganz lang durchgehen. Gibt es ganz viele Einstellungen, ja? Ja, FQ Codal ist nicht FQ Pi. Das ist ein Unterschied. Ja. Richtig. Und die können aber zur gleichen Ja. Ja. Da streiten sich die Geister und wie Traffic richtig geshaped wird, bei welchen Impedanzen und so weiter und so fort und wie die Leitung ist und welches Signal. Und dann musst du, da kannst du ganz viel durcharbeiten, kannst du ganz viel durchgehen. Und das kommt nur auf Probieren raus, denn ihr habt nicht alle eine Doktorarbeit. FQ-Codal, pass auf, jetzt schauen wir uns das mal an. Und FQ-Codal-Implementierung über Wiki zum Beispiel, Codal. So, da gibt es viele Theorien und Graphen drüber und es ist viel Mathe. Ne? Es ist viel Mathe. Und wenn wir jetzt mal, ich versuch's mal. Algorithm. Traffic Shaping. Meistens Mathe, Alex. Ja, aber Traffic Shaping ist nicht nur Traffic Shaping. Pass auf. Codal Pipe Paper. Performance. Sorry, jetzt gehen wir mal dahin. Jetzt gehen wir mal den Weg. Da ist viel Mathe. Und viel Berechnung der Queries. Pass auf. Und diese Graphen sind errechnete Graphen zum Beispiel. Ne? Wie viel Delay hast du an Millisekunden mit welchem dieser Traffic Shaping Algorithmen? Wie arbeiten sie? Was machen die? Welche Roundtime-Trips haben sie? Hallo? Wenn jetzt jemand nichts versteht, kein Thema. Ihr dürft gerade nichts verstehen. Ist völlig in Ordnung. Dafür muss man wirklich Interesse an dieser Materie haben, an den Graphen haben, an den unterschiedlichen Zerpflückungen. Welcher Flow erzeugt was? Wann steigt er ein? Wann steigt er aus? Bei wie viel Prozent Sättigung der Leitung? Was gibt die Leitung her? Und so weiter. Von welchem Server kommt es? Es geht noch viel weiter in depth. Ich habe mir das Zeug alles durchgelesen und teilweise auch sogar die Quellen. Nur um mich reinzuarbeiten in das Thema Traffic Shaping. Weil das Thema Traffic Shaping ist fast wichtiger als was bringt dir die Leitung. Aber auf einfach gesagt, es nimmt die Karotte, die dich durch die Leitung passt, und macht da draußen Spaghetti, dass es funktioniert. Natürlich nicht fehlerfrei. Und das ist das Wichtige. Immer wenn du was umformst, ist es nicht fehlerfrei. Genauso wie mit den MTU-Werten. Und da kann man sich, ne, ich scheue mich noch darauf, ein Thema dazu zu machen, weil das wird keine Klicks erhalten. Die drei Leute, die es auf der Welt interessiert. Ich kann immer Tipps und Tricks abgeben. Wenn jemand einen Tipp oder Trick braucht für die jeweilige Dinge, die ich dann gefunden habe und durchgetestet habe. Aber das ist so nischig, dass es den meisten Nischen schon zu nischig wird, wenn man nicht gerade Mathematik studiert hat oder Physik oder Informatik war. Genau, ich habe dir mal die Anleitung reingeschickt, nach der ich einmal durchgegangen bin. Hans Schumacher sollte eigentlich gezeigt werden. Da kannst ich hoffe. Du hast da kannst du dir das einmal angucken. Wo hast du Hier bei Teams. Ich hasse es, nicht Teams, immer Telegram. Achso, ja, kann ich machen. Telegram liest er nicht. Ja, Sekunde. Doch, habe ich vorhin. So, ja, ich hab's verstanden. Ja, natürlich muss man immer so. Ah ja, da hat jemand okay. so Standarddinger durchgegeben. Gangen, gehaben, gangen. Ja, ich hab mir aber nur das nächstbeste, was so halbwegs plausibel scheint, einfach durchgegangen. Das hilft dir nicht, weil jede Leitung anders ist. Das ist wirklich. Oh, da schau, es wird angezeigt. Das ist nur verspätet. Ein VIP-Geek. Dankeschön für das Verschenken. Schießt du? Und Andromod hat den bekommen.
Traffic Shaping ist deswegen wichtig, weil jede Leitung unterschiedlich ist. Und jedes Gerät braucht ein anderes Traffic Shaping. Ihr habt zum Beispiel jetzt hier, das ist das Traffic Shaping für meine Kiste hier in diesem Fall. Und das sieht natürlich wieder bei anderen Dingen völlig anders aus. Zum Beispiel der Upstream hier, der hat hier das ECN für die Error Correction an, weil im Upstream will ich Error Correction haben für einen Livestream, dass die Sachen fehlerfrei ankommen zum Beispiel. Und man kann da ganz viel herumspielen, nicht nur mit der OpenSense. Echt? Willst du echt? Wie, was will ich echt? Willst du echt Error Correction im Upload bei einem UDP-Livestream? Ja. Ja, will ich. Will ich. Will eine Error Correction. Per TCP. Das Ding ist, der Upload, die Error Correction brauche ich auch für YouTube. Denn, wenn die Leitung ganz ausgelastet ist und ich hätte Error im Upload, dann wird das YouTube-Video auch kaputt ankommen. Ja gut, da gibt's doof. Ne? Wobei, das läuft per TCP. Wenn YouTube merkt, hier, guck mal, Paket kam falsch an, bitte neu senden. Aber es ist ja auch nicht nur YouTube im Upload, ne? Also, wir hatten auch da schon andere Probleme, vor allem der Marco nicht mit Traffic-Übertragung und sowas. Das gibt's immer wieder. Ich schaue mir solche Paketstatistiken gerne an und ich schaue sie mir aber auch gerne über meinen Microtik an. Warum schaue ich sie mir gerne über den Microtik an? Weil über den läuft ja alles im Latenten. Und dann gucke ich mal immer, welche Fehler ich habe. Und außer TX-Pausen und RX-Pausen auf den SFP-Plus-Leitungen auf 2, bei denen weiß ich es, das sind die Dankeschön für den Sub. Das sind bei mir diese zwei hier, die hier und die hier, sind meine PDC-Kameras. Aber sonst habe ich hier, und das ist ganz witzig, auf der QSFP-Plus-Leitung, diese hier, das ist die alles bei mir und den Haupt-PC verbindet. Da habe ich fast nichts. Aber im Receive habe ich ganz viele Pausen. Warum habe ich im Receive Pausen? Das ist auch wieder ganz einfach erklärt. Weil das Ding, wenn der Rechner hier aus ist oder im Tiefschlaf, dann sendet der Microtik natürlich trotzdem weiter, vor allem wenn es Pinks sind und solche Sachen. Und das landet halt da, aber hat halt RX-Pausen. Weil, genau. Deshalb sind die da egal. Also du musst immer gucken, dass du hier wenig Fehler hast. Vor allem hier keine FCS-Errors, die hier machen. Ich hab dir mal meine Werte geschickt. Also die, die er gerade raushaut. Jetzt bei Telegram. Jetzt bei Telegram. Na, das muss ich erstmal wissen. Dann kann ich das hier in diesem Täppchen öffnen. Gehe ich hier rüber. Das ist ein Foto von dir. Was war nochmal der Grund, warum du SwitcherOS nutzt? Ist es schneller. Ich kann den Prozessor höher takten. Was ich übrigens auch gemacht habe. Nee, das ist, glaube ich, dir aufs Wort. Da, wenn ich was übertakten kann. Zwei. Genau, also es ist ja logisch, ne? So, gucken wir mal, was hat er denn? Also, er hat Packets in, Packets out. Wow. So, wir haben Errors out. Okay, also aus dem Home-Netz kommen die meisten Errors out. Das heißt, das sieht nach einem MPU-Fehler aus. Sieht nach einem MPU-Fehler aus, einem faulty Kabel oder einem faulty Connector. Sieht so aus, würde ich jetzt. Na, könnte auch nur die Netztrennung sein, das ist nicht richtig, ne, dass da fehlgesendet wird. Kabel möchte ich nicht ausschließen, meine Kabel sind nicht wirklich die besten, die ich, also kann einfach, wenn Twisted Pair oder was, wenn das dazwischen kommt oder die Kabel liegen zu eng beieinander oder du hast eine Induktionseinstrahlung, die nicht sein sollte, irgendwas. Was für Kabel? Soll ich dir mal ein Foto schicken? Ich gehe mal kurz runter, ich mache mal ein Foto von meinem, ich sag jetzt mal, Netzwerk. Dinge. Du brauchst dich nicht wundern, wenn du scheiß Shielding auf den Kabeln hast, dass du Error kriegst. Ich bin gleich wieder da. Hast du überhaupt geschieldete Kabel? Da geht's los. Ich hatte 5 UDP-Kabel neben Stromleitungen, macht dir auch schon Errors in die Leitung. Der Tessie RX hat gefragt, nimmt er die Werte dann als statische Festwerte oder Anhaltspunkt für den Verhandlungstuning-Spielraum? Welchen Tuning-Spielraum meinst du? Bist du zufrieden mit der Tickwatch? Hab sie hier. Macht mich immer noch glücklich. Ich habe ein Problem, und zwar das Home Assistant Plugin zieht mir zu viel Akku. Weil ich mache mein Studio jetzt mit der Uhr an und aus. Aber abgesehen davon ist die Uhr klasse. Was will ich mehr? Ich kann drüber telefonieren, was ich dauernd mache. Ich kann NFC damit zahlen. Ich habe alles auf einen Blick. Ich mag die Uhr einfach. Wo muss jetzt doch nasse Handschelle? Wofür? Für meine 45 Kabel oder was? Ja klar. Wo sind diese Statistiken? Also pass auf, also erstmal so für euch, ihr habt in der OpenSense verschiedene Dinge, um Statistiken erfüllen zu können. Ihr habt ein Reporting, ein Health Reporting, da seht ihr alles über die Qualität, das System und den jeweiligen Traffic. Info, so, hab's dir geschickt. Warte kurz, also du kannst auch jedes Interface kannst du dir zum Beispiel angucken lassen. Es ist eingebaut.
Du hast auch Insights und ab hier wird es dann noch ein bisschen spannender. Wenn du das Ganze überwachst, kannst du die Interfaces dir angucken, welchen Port, welche Adresse und dann könntest du es direkt durchgehen. Na, dann kannst du natürlich noch mehr machen. Du kannst IP-Check machen, du kannst Settings durchgehen, du kannst... Oh, Netflow ist eigentlich auch immer ganz schön, wenn du den Netflow direkt anschaust. Traffic, manchmal nutzt man das hier, manchmal. Dass man genau schaut, hey, welcher Traffic geht da rein, raus und welche Top-Talkers hast du. Hier zum Beispiel immer Top-Talkers, immer Google. Dann guckst du dir durch, wie viele Dateien, wo, bla. Kannst du alles machen. Du könntest auch den Unbound angucken, wenn du den, wenn, wie gesagt, wenn. Ne, es gibt überall auch noch mehr Diagnostics. Du hast hier zum Beispiel deine Interface-Diagnostics für die einzelnen Sachen im Netz, ARP-Table, DNS-Lookup, Packet Capture. Du kannst schauen, welche Pakete du abfangen willst, die Ports durchtesten. Du kannst dir ja alles anzeigen lassen in deiner OpenSense. Hier, NetStat. Wichtigstes Ding, der Moritz liebt NetStat. Er liebt nämlich Statistiken. Und dann kannst du hier... Ich nutze NetStat auf HCLI. Ja, also hier, du kannst dir alles angucken. Da siehst du auch, welche Packets sind received, ja, welche sind nicht received. Naja, aber man kann sich's hier auch anzeigen lassen, ne? Hier, ne? So, ja. Auch die Errors. Du kannst dir die Interface-Errors, ne? Deshalb mache ich das manchmal gerne auf. Dann schau hier. Was habe ich hier? Habe ich hier Interface 2 Cent Errors? Oh, ganz schlimm. Du kannst es ja, auch ganz schnell. Kurz im Chat wird gerade Mobile Xterm vorgeschlagen. Ja, Mobile Xterm ist ein sehr schöner Client. Erlaubt dir SSH, SCP, FTP, ganz, ganz viele Sachen. Aber gut, ich habe den jetzt anderthalb, zwei Jahre lang nicht mehr benutzt, aber der war sehr... Du konntest den mit ein bisschen hin und her geklicke ziemlich einfach crashen lassen. Der war nicht schön. Den kenne ich. Was ich davon kenne. Den kenne ich. Ja. Den da. Oh, das Gelbe, das ist ein UTP-Kabel anschildet. Das ja. Sehe ich doch schon. Das sah ja ganz ja. Schlecht. Ja, ich glaube nicht. Ah, warte, das geht zu meinem Access-Port. Ah, das könnte Sinn ergeben, warum manchmal mein WLAN ausfällt. Ein ganz böses Kabel. Weißes Kabel. Stromkabel. Es geht weißes Kabel. Kabel vorbei. Mit gelbem Stromstecker. Toxisch. Ist doch was Fritzbox mitgeliefert hat, steuermäßig. Oder? Ja. Ja. Ganz, ganz schlecht. Und dann drunter und drüber fließen mit Stromkabel, ne? Mit einem nicht richtig geschielten Kabel. Hier übrigens ist ein uralt Kabel. Kaputt! Was fragst du dich nach Package-Loss? Was willst du? Nein, ich glaube, das ist nicht kaputt. Das ist, glaube ich, nicht kaputt. Das sieht nur auf dem Foto so aus. Schau dir, das ist Silber. Das ist Silber. Ich glaube, das ist nicht kaputt. Alex, aber geh mal hinten auf die OpenSense. Die Kabel sind viel zu dünn für Shielding. Warum ist da eine Listerklemme, die aus der OpenSense rausgeht? Die Audio-Ports vorne, oder? Nein, das ist. Das ist hier, das ist der 12 Volt vom SATA. Okay. Auf jeden Fall, das eine Kabel da, ist. Da war doch, da war doch der, die Wasserkühlung angeschlossen, weißt du? Mhm, ja. Siehst du ja, ist nicht mehr drauf. Da war die Wasserkühlung, die habe ich draufgelassen, damit sie halt keinen Kurz verursachen. Jawohl. Okay. Aber Alex, schau mal die Kabel. Ja. Direkt an der OpenSense. Gelb. Ist egal. Gelb. Das ist egal, das ist nur der Link. Aber das ist, guck mal, das ist viel zu dünn. Das schließt nicht mal mit dem Port vorne ab. Da ist kein bisschen Shielding drin. Alter, du musst die Kabel tauschen. Du fragst dich nach Errors und hast ungeschildert. Okay, gehen wir mal zurück. Ich habe ganz viele Fragen überlegen. Ist gut, oder? Ja, ich denke, funktioniert. Das Einzige, was halt ab und zu mal passiert, ist, dass mein WLAN aussteigt. Also, dass die Geräte kein WLAN mehr haben. Ich frage mich nur, wieso. Schöne SSH-Client für Windows. Kitty. K-I-T-T-Y. MOBA Xterm und so weiter. Also ich nehme Kitty für alles. Was noch? Ich nehme hat das Gefühl, dass OpenSense nichts bringt, weil habe ja nur den PC und damit mache ich halt alles. Ich zocke eben auch mit dem PC. Ja, eine OpenSense ist ja ein Ersatz für deine anderen Router und Software. Damit kannst du schneller sein, das Internet optimieren, besseres Traffic shapen, was deine Telekom oder Fritze nicht kann. Das können die nicht. Aber du kannst es. Mit PPOE-Einwahl und so weiter. Du kannst Kontrolle über deine Leitung nehmen und kannst das Beste rausholen. Dafür steht unser Kanal. Wie baut man sich eine OpenSense als Laie auf? Du nimmst einen Mini-PC, den du dir leisten kannst, dann einen USB-Stick
oder eben iVentoy, das Video zu iVentoy, Netzwerkkabel rein, installiert dann OpenSense drauf, tada. Bei der Einrichtung der OpenSense am Monitor fragt er dich schon, welcher Netzwerkanschluss ist was. WAN ist für Internet, LAN ist für LAN. Und dann kannst du es da schon in die Konsole eintippen und dann Enter, Zuweisung. Und dann sagt er dir, hey, ich habe eine IP für dich. Ruf sie auf und dann hast du OpenSense drauf. Ab da öffnet sich eine neue Welt der Fehler, Verzweiflungen, des Zähnebeißens und Spaß. Ich finde, LTT hat dann ein ganz gutes Video dazu gemacht. Kennst du den OpenSense Guide? Nee, von LTT. Anthony bzw. Emily gemacht hat? Habe ich nicht gesehen. Anschauen, ist ganz gut. Faktenbasiert, es müssen keine zwei nichts sein. Da gehen die auch durch einige Konfigurationssachen durch. Oh, nice. Also, ich möchte nur mal sagen, es müssen keine zwei NICs sein. Wenn du nur einen NIC hast, dann brauchst du einen 2,5 Gigabit Ethernet-Port. Wieso? Weil du lässt zwei WLANs drauflaufen. Einmal WAN und einmal LAN. Das gleiche Kabel. Denn dann lässt du das Ganze über deinen Switch machen. Dann kannst du sowohl Internet als auch LAN über einen Netzwerkport schicken. Das ist die Magie von WLANs. Ohne, dass sie sich in die Quere kommen. Wäre nicht das erste Mal. Das kannst du in normalen Home-Netzen nicht machen. Auch wenn du so einen Mikrotik-Switch hast, kannst du es machen. Ja, zum Beispiel. Kannst du nicht machen, Alex. Nicht jeder hat einen 200-Euro-Switch oder was auch immer. Ich habe es als Beispiel gesagt. Die einfache Variante ist, man nimmt sich einen Anker USB 3 Ethernet-Adapter für 10 Euro. Der geht genauso gut. Der reicht fürs Fahren, fürs Internet. Weil wenn du 250 Mbit Download hast oder sowas, dann reizt du Gigabit niemals aus, also wirst du auch die Kapazität dieses USB-Adapters nicht ausreizen. Ja. Für WAN optimal und LAN lässt dann normalen Port. Oder man holt sich gleich, du kannst auch alles über Mikrotik machen, der geht auch als Router, brauchst du kein OpenSense. Also kannst du viel machen. Alex hat mir OpenSense beigebracht, seitdem 3 Millisekunden PIN. Dienst zu Diensten. Das macht Spaß. Ich hab ein Zehntel. Du sitzt auch quasi, du nuckelst am Baum, das zählt nicht. Ja gut, hier nicht. Hier lass hier gar nicht drüber reden. Hier ist es ein Zehnfaches. Das zählt nicht. Weißt du, ich hab einen Ping, der variiert natürlich Tageszeit und D-Slam. Manchmal habe ich 10 Millisekunden, manchmal habe ich 7 bei der Telekom-Leitung. Die Vodafone-Leitung, da geht es dann schon mal der Ping so zwischen 18 mal 14. Da kannst du nicht mehr rausholen aus Doxis. Aber die Telekom-Leitung ist schon, die gibt schon. In Frankfurt, wenn ich auf Ping optimiere, habe ich 200 Millisekunden Roundtrip hin und zurück. Wie war der Ping vorher? 30 Millisekunden bei Vodafone und um die 20 bei der Telekom. Bei den Stockroutern. So, wohin eigentlich? Zu Google? Ja. Ich mache meistens zu Google, ja. Quad-8. Ja, das ist halt der Einheitsstandardstest, ne? Wie funktioniert das bei Anycast IP? Pass auf, ich gebe euch gleich mal einen Tipp, ne? Ohne dass ihr am Router was ändern müsst, okay? Was sagt ihr? Sowas ähnliches wird es auch im Tuning-Pack, wenn es da mal rauskommt, geben, okay? Einfach nur, Weil das Netzwerk-Tuning-Pack, das seit 3 Jahren angekündigt war, nie gekommen ist. Kommt noch. So, pass auf, ihr geht jetzt dann, wenn ihr mal schnelleres Internet spüren wollt, dann geht ihr rein und holt euch einfach das Programm DNS Bench. Das, Alex, stopp. So, passt auf. Alex, stopp. Du hast gerade gesagt, wie du deinen Ping verbessern kannst und sagst jetzt DNS-Benchmark. Nein. Das ist etwas anderes. Darum geht's. Das ist ein anderes Thema. Aber dann sag doch nicht. Neues Thema. Neues Thema. Okay. Ich habe auch nicht gesagt, Ping verbessern. Ich habe gesagt, wenn ihr euer schnelles Internet spüren wollt. Wenn ihr schnelles Internet spüren wollt, dann holt euch jetzt diesen DNS-Benchmark. Lasst den laufen unter Run-Benchmark und dann muss er zweimal laufen. Also einmal Run-Benchmark, er pingt alle. Und beim zweiten Anlauf geht er durch, was ist der schnellste. Lasst es durchlaufen und der schnellste, der hier oben angezeigt wird, den tragt ihr in eurem Netzwerkinterface ein. Jetzt werden sie fragen, wie geht das? Na, du gehst in deine Netzwerkeinstellungen, erweiterte Netzwerkeinstellungen, Adaptereinstellungen, auf den Netzwerkadapter, in die Eigenschaften, TCP IPv4, hier rein und trägst ihn hier ein. Und dann okay und dann probiert mal. Warum ist das wichtig? Schnellere DNS-Auflösung passiert pro Anfrage. Das heißt, wenn du es nicht im Router einträgst... Das solltest du bei IPv6 aber auch nochmal machen, weil von den... IPv6 ist aus. Einfach ausschalten. Ja, sofern es anders, weil Windows präferiert IPv6, soweit ich weiß. Ja, der DNS-Benchmark macht das ja auch. Der zeigt dir hier natürlich die IPv4 und IPv6 an. Nimmst du halt... Da weil es ein uralt Screenshot ist. Er zeigt dir die auch an, wenn du willst. Und dann...
ist es völlig in Ordnung. Ich kann sie dir in voller Länge geben oder. Es sieht halt schöner aus mit IPv4 meisten, auf dem frühen. Die meisten haben tatsächlich kein IPv6 DNS. Ja. Also ich habe keine echte Auflösung, ne? Vergeben wird. Ganz kurz, die meisten haben tatsächlich kein IPv6 DNS, verwenden auch kein IPv6 DNS, weil das einfach nicht eingetragen ist, weil das... warum habe ich eine andere Schriftart als Marcel? Egal. Und deswegen werden die meisten IPv6-Records über ein IPv4 DNS aufgelöst. Hm. Wichtig ist, es ist auch egal, wenn dein Hoster Dual-Stack macht, weil es geht nicht darum, wo deine Internetverbindung DNS, es geht nicht darum, wohin deine Internetverbindung, deine Internetverbindung DNS aufgelöst wird, sondern deine Anfragen vom PC. Stopp mal ganz kurz, nicht, dass hier schon wieder Namen verwechselt werden. Dual-Stack ist, was du willst. Dual-Stack ist super. Dual-Stack heißt, du hast... Er meint Dual-Stack Lite. Er meint Dual-Stack Lite. Er meint, ne? Hat er nicht gesagt. Aber er meint. Lite heißt einfach nur, dass du eins nicht echt hast und dann, ja. Oh, Mavic fragt, warum nicht Local DNS? Weißt du wieso? Local DNS reicht die DNS-Anfrage einfach an deinen Router weiter. Und wenn dein Router jetzt ein Standard-Telekom-Ding ist, dann geht er in irgendeinen DNS-Auflösungsserver, der im Buxtehude steht, der super langsam ist, und das ist denen egal. Dazu, ich glaube, Alex, er will den Pi holen aus. Dazu, Alex, Local DNS ist super. Weißt du warum? Nein. Du hast neben dir einen PC. Den gibst du einen Namen. Du gibst einen Namen ein. Du hast den PC erreicht. Das ist, wie DNS funktionieren sollte. Und du kannst in deiner Fritzbox oder in deinem Router, was auch immer, in deinem OpenSense trotzdem einen Upstream-DNS angeben, der dann Cloudflare oder was auch immer. Wenn du das kannst und du keine Stock-Telekom-Box hast, wo du nichts basteln kannst. Stock-Telekom-Box erlaubt dir trotzdem einen DNS zu ändern, den Upstream-DNS. Doch. Nein. Die Speedport, die ich kenne, erlauben das. Ja, die neuen Speedports lassen dich nicht mal mehr die Firewall deaktivieren, weil es nicht mehr geht. Du kannst es nicht mehr. Ja, sie schaltet sich automatisch wieder ein. Also die nehmen immer mehr Features weg im Moment. Ja, aber auch die Fritzboxen. Darfst du immer noch einen einstellen. Ja, darfst. Es ging jetzt nur darum, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, so kriegt ihr die schnellste DNS. Und die kann man auch im Router dann eintragen. Trotzdem, was? Generell zu sagen, gib einen Remote DNS ein. Ja. Schwierig, weil dann funktioniert die Local DNS-Auflösung nicht mehr. Deshalb gibt man die im Router ein und die Local DNS-Auflösung lässt man ja, aber das sonst, hast du ja, bla. Nicht gedacht. Du hast es ging jetzt um. Ja, ich konnte noch nicht mein Thema beenden. Moritz! Ich hab gesagt, wer schnell das Internet erlebt. Dein Thema war beendet. Lass mich. Nein, war es nicht. Ja, aber sowas für zu fragen im Discord, bitte. Das ist gut, das erzeugt Traffic, sagst du immer. Nee, das ist nicht gut, die müssen wir beantworten, nicht du. Also. Probiert's mal aus, ihr könnt am PC hier selber testen und wenn es dann für euch stimmt, dann tragt ihr das im Router ein und lässt auf Local DNS, was auch immer euer Router auflöst. Aber wichtig, wenn ihr jetzt UpGuard oder Pi holt, dann müsst ihr das in diesen Dingern auch eintragen. Nicht im Router, weil der Router soll ja von UpGuard oder Pi holt auflösen und im Pi holt müsst ihr dann eintragen, dass der die andere DNS nimmt. Ist wichtig, weil sonst habt ihr euren Traffic zerhunzt. Ding ist halt, ja, 16 Millisekunden Ping sind gut. Wichtig ist halt, Router, krass, jetzt wird es aber kryptisch. Jetzt wird es aber kryptisch. Also, wichtig ist, dass, wenn ihr jetzt hier an diesem PC eine gewisse DNS eintragt, kann sein, dass eine Auflösung im lokalen Netz nicht mehr funktioniert. Ne? Deshalb macht man das normalerweise im Router auf dem Gerät, das alles managt. Und jetzt wird es interessant, wenn ihr, und das geht jetzt auch hier raus an den Marcel, weil der hat eine OpenSense, der Moritz weiß das alles schon, der ist nämlich in der OpenPFSense-Thema schon viel länger drin. Wenn ihr sowas habt, das heißt, ihr habt jetzt zum Beispiel hier ein Vodafone-Modem und ihr habt ein Telekom-Modem und das hier ist eine Local-IP. Das heißt, die lösen selber ihre eigenen DNS auf. Was heißt, da kann ich auch nichts machen. Was heißt das jetzt schon wieder? Naja, wenn ich auf meine Interface gehe und gehe auf mein jeweiliges Interface und gehe in die Overview, dann wird Alex niemals was von autorativen DNS-Servern. Na, dann habe ich hier meine forciert in diesem Subnetz. Das habe ich auch hier oben gemacht. Ich habe meine forciert. Wichtig ist aber, dass dieses Ding, also die Modembox im Bridge-Modus oder die Telekom-Box, trotzdem ihre eigenen DNS-Auflösungen an die jeweilige Verbindung des jeweiligen Internet-Providers machen. Müssen sie. Die kannst du override, overriden lassen oder override einstellen.
Das wird dir aber zu Probleme führen. Und zwar zu starken, vor allem bei der Vodafone. Weil die wollen nämlich, und das ist was ganz Interessantes, ihr verbindet ja nicht ins Internet. Vor allem auch nicht bei Vodafone, ihr verbindet ja nicht ins Internet. Ihr verbindet in ihr großes LAN-Netz. Ihr deutschlandweites LAN-Netz, dahin verbindet ihr euch. Ihr bekommt jetzt eine nicht direkt ISP-mäßige Verbindung ins Land, ne? Und bei der Telekom auch nicht, das seid ihr im VLAN 7. VLAN 7 oder VLAN heißt ja, der das ist schon. PPPoE-Login. Telekom macht es noch ganz gut, Telekom lässt sich danach ins Internet raus. Telekom ist... Wenn du diese Schwelle, ne? Ein PPPoE-Login muss in einem privaten Netz laufen. Ich weiß, und danach lassen sie sich durch. Vodafone lässt sich aber nicht einfach durch. Du brauchst natürlich von deinem Provider eine andere Seite, mit der du dich verbindest, klar. Ja, ich will bloß sagen, also ihr seid nicht direkt... Telekom macht das eigentlich sogar noch recht gut, da gibt es deutlich schlimmere Anbieter. Ja, aber du bist trotzdem erst in ihrem Netz und dann wirst du rausgeschossen, ne? Über PPPoE-Einwahl, ne? Kriegst du die Verbindung. Bei Vodafone bist du ganz immer in ihrem Netz. Da kommst du gar nicht ins echte Internet mit deiner IP. Du wirst dahin aufgelöst und so weiter, aber du sitzt nicht direkt dran. Der Moritz hat es anders. Ne? Vor allem jetzt hier mit, danach kann ich noch nicht sagen, oder? Was? Was du jetzt bald hast, ne? Mit deinem... Es steht noch nicht alles fest, deswegen warten wir mal, bis es feststeht, dann können wir da mal einen großen Abschluss machen. Gut. Weil das ist dann nämlich ganz anders. In der Telekom telefonierst du aus AS3320 heraus. Wollen wir so weit gehen? Ja, also ich sage deswegen, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten und die Leute denken immer, auch ich bin jetzt im Internet. Nee, du bist jetzt im großen LAN-Netzwerk von XBOMBS Ys. Und die können damit trotzdem noch Schmuh betreiben und dir Sachen in die Beine zwischenhauen, je nach DSLAM, je nach DOCSIS reden wir nicht. Bitte, wir reden, wenn ich DOCSIS sage, meine ich Kabel, weil Kabel-Internet ein ganz anderes Ding ist. Ne, mit ganz anders. Und sie managen es ganz anders. Das ist ganz schrecklich, was sie da machen. Die eigentliche Implementierung von DOCSIS 4 und so sind gut. Eigentlich macht aber in Deutschland die Vodafone. Eigentlich ist DOCSIS wie DSL auch nur ein Verbindungsstandard und sobald du auf der anderen Seite bist, aber die Deutschen machen Schmuh. Im Idealfall, wenn wir genug IP-Adressen hätten und alles gut laufen würde, dann hörtest du da deine öffentliche IP-Adresse, bist dann in dem AS von deinem Anbieter und mit dieser öffentlichen Adresse telefonierst du dann zu deinem Ziel. Das wird dann ordentlich geroutet, nichts mehr dazwischen. Ja. Aber wenn du jetzt Geld sparen willst, das machst du wie Kabel Deutschland oder Vodafone, dann machst du es so. Geld sparen. Die neuen Anbieter kriegen die teilweise gar nicht mehr IP-Adressen dafür. Echt nicht? Nein, IP-Adressen sind aufgebraucht, Alex. Schon mal was. Ja, dafür haben wir IPv6. Das soll doch, ne, weißt schon. Ja, so haben wir IPv6 wird ja genutzt. Außerdem wurden die ganzen Reservierten doch freigegeben. Jetzt ist ein riesiger Adressraum, der jetzt freigegeben wurde. Ja, der wurde an die Rears freigegeben. An die Internet- bzw. an die Vergabestellen und die vergeben weiter. Ja, aber die könnten ja... Zum Beispiel die RIPE, die für Europa zuständig ist, hat gerade keine einzige V4 frei. Jetzt? Also übrig. Krass. Die Warteliste, um eine zu erhalten, wenn du LIR bist, also wenn du eine Local Internet Registry bist und 1.500 Euro im Jahr bezahlst, plus 1.000 Euro Setup, wartest du ca. 500 Tage aktuell, 480 Euro. Okay. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Auf einen /24er Block und du hast keinen Anspruch auf mehr. Keinen Anspruch auf mehr. Alle anderen musst du einkaufen. Das Größte, was ich Microsoft jetzt kaufen konnte, war ein /12er Block, glaube ich. Die IP-Adressen sind knapp. Wolf Gaming, das ist logisch, denn du hast gerade Last auf der Leitung. Das musst du dann machen, wenn du keine Last auf der Leitung hast. Weil du hast Traffic und das verzögert deine Antwortzeiten. Du kriegst den besten Ping dann, wenn keiner gerade das Internet nutzt und du benchmarkst dann. Das ist wie am PC, wenn du nebenbei Skyrim laufen hast, dann wird der PC dir nicht unbedingt die besten Benchmark-Werte im Cinebench geben. Ja, gut, klar. Aber ja, genau, das ist halt auch der Grund, warum dir der Anbieter keine V4 gibt und nur eine private V4 im CGNet, im Dual Stack Lite. Du hast zwar eine V4, einen Weg über V4. Sag dieses aber Wort beim nicht. Beim Anbieter kommst du einfach auf einer IPv4 raus, die du dir mit zig anderen Kunden teilst, weil sie haben einfach nicht genug für jeden Kunden. Faktenbasiert. Das ist das Problem an Dual Stack Lite. Es ist gut, seinen besten iterierten DNS zu nehmen. Das Beste ist sogar, wenn du diesen Benchmark häufig laufen lässt. Und zwar, sagen wir mal, einmal am Tag zur gleichen Uhrzeit. Und dann werden dir immer andere IPs angezeigt. Ja, stopp, weißt du, was iterative heißt? Ja, alle ausprobieren.
Nein. Nacheinander. Dein DNS-Server? Hm? Dein DNS-Server fragt gar nicht bei einem anderen DNS-Server nach. Dein DNS-Server fragt einfach bei den Root-Name-Server nach, welcher Name-Server ist für diese TLD, für diese Top-Level-Domain zum Beispiel, du willst .geekfix.de aufrufen. So, ja. Dann geht der Name-Server hin. Ja, gut, jetzt habe ich es verstanden, dass der iterativ den Namen so lösen. Ich erkläre es trotzdem. Dann geht der Name-Server hin, fragt bei Root-Name-Servers nach, wer ist für .de zuständig. Dann kommst du zu den Name-Servern von Danik. Dann fragt dein Nameserver bei Danik nach, welcher Nameserver ist für thegeekfreaks.de zuständig. Dann sagt der Danik hier, ns02.nerdscape-hosting.de. Haben wir Werbung gemacht. Und dann geht dein Nameserver dahin und fragt bei diesem Nameserver nach, was ist dieser Eintrag? Was ist der Rekord dazu? Und so bekommst du deinen Rekord. Dauert länger, ja, weil kein Caching dazwischen, kein anderer Anbieter. Du bekommst aber die echten Einträge. Ja, die sind nicht manipuliert, ne? Oder weil jeder DNS auf. Ihr wisst, dass jeder DNS-Resolver seine eigenen Schmublobierden da Sachen reinbubbeln kann, weil ihr sie zieht es einfach, ne? Das ist wie wenn du von der Tonnenseite irgendwas ziehst. Du glaubst halt, du musst ihm halt vertrauen. Weil er kann dir alles unterschmuggeln. Das wäre ein Weg für Unabhängigkeit anderer DNS-Anbieter. Zum Beispiel die ganzen Blogs, Deutschland, irgendwelche dubiosen Seiten werden geblockt. Ja, das passiert immer auf DNS-Ebene. Wenn du sowas machst, geht's nicht mehr. Aber ihr wisst ja, dass wir gerichtliche Probleme im Moment in der EU haben mit DNS und Störerhaftung. Verfolgen wir aktiv, ist sehr spannend. Das sind 2 verschiedene Probleme. Mehrere, nicht nur 2. Ja. DNS und Störerhaftung sind 2 verschiedene Sachen. Aber ja. Kein Traffic heißt nur den Pingtest offen, genau, und auch kein TGF-Stream. Aber das heißt auch, das ist schon mal Stichwort, Moritz, jetzt gehen wir raus. Der Tag, ich bin am Ende, ich brauche Pause. Für heute brauche ich eine Pause, machen wir mal so, geht das? Ja, das geht, aber das will ich nicht. Geht das? Ja, das geht. Das geht? So. Ja, klar. Ich habe doch extra Szenen gebaut für uns alle. Aber ja, jetzt sieht man erst recht, wie unterschiedlich unsere Schriftarten sind. Ja, Alex, das ist halt besonders. Deine Schlagsicht, eine andere Stick. Ja, ich musste das vorhin auf die schnellen Rippen ändern. Ich passe das schon an. Spiegelt nicht unsere Persönlichkeiten wieder. Ich bin schön kursiv. Ja, ist schlagsig im Rotor. So. Stabil. Nächste Moritz, du bist stabil. Ja, stabil halt. Dein Gesicht ist stabil. Du siehst doch seine stabile Schräglage. Die Kamera ist fast gerade. Passt. Ich bin froh, dass ich heute den Stream überlebt habe. Ich kann alles reparieren. Ich würde ja gerne in die Kamera starren. Das Problem ist, ich habe das Programm gerade nicht an. Ja, lass mal. Ich hab das an. Ja, ich hatte ziemlich Spaß mit euch. Und ich bin froh, dass ich jetzt in mein Bett komme. Klingt jetzt blöd, aber es hat mir natürlich noch mehr Spaß gemacht, den Stream zu hosten, mal wieder, wie immer. Hat es denn den anderen 2 auch Bock gemacht? Weil eigentlich wollte der Moritz, der war ein bisschen platt, der wollte eigentlich am Anfang gar nicht. Hat er gedacht, kann ich noch Auto open? Hat gesagt, nein. Ich wollte gar nicht machen. Zieh, Alter, zieh, wir machen das. Also mit dem, mit dem AI-Thema und so weiter war ich erstmal so raus, aber dann war gut. Ja, damit hast du dich halt so nicht beschäftigt, aber das wird immer wichtiger werden. Das ist de facto ja. Ist einfach so. Irgendwann, ja, auch wenn es No-Code ist, die Leute werden sich damit beschäftigen, ihren eigenen Home-Assistant zu machen, ihren eigenen Tesla-Bot und dann eine Persönlichkeit geben. Die Leute werden daran arbeiten. Das ist halt das nächste Thing. Und es ist gut, dass es nicht weggeht, weil es einfach eine neue Art ist, mit der Technik umzugehen. Ne? Es ist eine ganz neue Art. Es ist nicht mehr so, hey, wir lernen jetzt, das ist das Internet 1.0, bin ich schon drin. Oder hier ist ein Computer, wie baue ich den zusammen? Das sind halt ganz neue Arten mit Technologie und dem, was wir eben als Software gecodet haben, zusammen zu basteln. Ne? Wie wenn man Holodeck in Star Trek programmiert oder so. Wird spannend. Wird richtig spannend die nächsten 20 Jahre. Und hoffentlich auch mit uns und mit euch. Ne? Hoffentlich wird es unseren Kanal so lange geben. Wer weiß, ob es YouTube so lange gibt. Deshalb haben wir ganz viele Ausweichplattformen. Und wenn ihr mehr von uns anschauen wollt, dann gibt es natürlich unsere Zweitkanäle. Oder ihr könnt uns hier in den Livestreams und in den Hauptvideos immer so gerne sehen. Und wenn ihr mehr hören wollt, dann könnt ihr uns die Podcasts reinziehen. Wenn ihr mehr mit uns quatschen wollt, könnt ihr mehr in den Discord kommen. Wenn ihr mehr mit unseren Fans quatschen wollt, dann geht ihr zusammen in unser Forum und erarbeitet da zusammen Probleme. Oder ihr sagt, hey, Geekfreak-Typ, gib mir doch einfach alle Adressen auf einmal, dass ich weiß, wo ich hin muss. Dann ist hier unser Linkschordner. Und damit kommst du überall hin an alles, was wir bis jetzt jemals so in der Online-Präsenz gemacht haben und das erscheint hier. Und dann tust du dir das an und das ist gut. Yam yam, schmeckt. Ihr macht doch einen Link. Schreibt doch das HTTPS davor.
Soll ich das machen? Mach doch einen klickbaren Link draus, Alex. Aber dann müssen die Leute ja gar nichts mehr machen. Ja, ja, das ist doch gut willst, so, dann kommen sie wenigstens, gehen sie wenigstens drauf. Ach, verdammte CTR, die sollen ja nicht through klicken, die sollen ja dabei bleiben. Gott, ja, aber du willst auch, dass sie klicken. Die wollen ganz viel klicken. Ich sag's mal. Ist halt so. Natürlich wäre es schön, wenn wir mehr Traffic generieren und uns weiterempfehlen, denn empfohlen werden tut gut. Ne? Weil das heißt auch, dass wir mehr Leute erreichen und mit mehr Leuten heißt nicht nur, dass wir aufmerksam geil sind, sondern wir können dann auch coolere Sachen erstellen, mehr Community-Aktionen machen und natürlich auch mehr Themen und Vorschläge von euch akzeptieren und annehmen und die verwandeln. Wir testen und Alex verdient Geld. Ja, leider nicht so, wie ich gern würde, aber es ist mehr als eine Pizza am Jahr. Vorsteuer. Also YouTube ist echt garstig im Moment. Aber alles hilft, ne? Also alles hilft. Auch Spendulierung, also wenn ihr spendiert. Wichtig, unser Podcast-Feature. Was? Unser Podcast-Feature wird demnächst ausgeblockt. Was? Unser Podcast-Feature wird demnächst ausprobiert, weil er zu brav ist. Ich weiß es nicht. Der Brave ist mutig, Alex. Englisch. Jetzt war auch ein Wortspiel. Fantastisches. Ja, ja. 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 Cool, dass die unseren Link-Redirect blocken. Dann können halt Brave-Leute nicht unsere Links klicken. Ja, nee, das ist nicht gut, Alex. Nee, das heißt, wir sind auf einer Blocklist. Ja, warum? Weiß ich nicht, weil du schon wieder Moonbits hast. Keine Ahnung. Wieso ich? Weil du das Ding hostest. Du bist immer verantwortlich. Ja, du trägst das Zeug ein. Du bist verantwortlich. Also. Wenn ihr euch noch was reinziehen wollt oder uns was vorschlagen wollt, im Podcast zum Beispiel, ihr könnt zum Beispiel auf Spotify gehen und so weiter, gibt es jetzt ein neues Empfehlen-Feature und wir, ne, könnt ihr am Ende raten, könnt was eintippen und wir bekommen das zu Gesicht und können dann drauf eingehen. Das ist sowas wie ein Direkt-Feedback, falls ihr Bock habt. So, habe ich noch was vergessen? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Sehr gut. Vom Podcast, schaut in Discord, PGF-Klick. Sehr gut, schaut mir Videos Discord von uns an. Bleibt dabei. Auf jeden Fall habe ich ziemlich viel Bock, hier noch Sachen, die ich versteckt habe, im Moment auszutesten. Ich verabschiede mich mit einer großen Enttäuschung, wie der Lukas sagen würde. Nein, es ist keine große Enttäuschung. Danke Geekom, die haben mir das da geschickt, wobei ich nur einmal einen PC von ihnen zum Vergleichstest hatte. Haben sie mir ein Paket geschickt mit, hey, 20 Jahre Geekom, voll gut. Und ich denke schon, boah, das ist ein mega Paket mit Plexi-Transparenz, ne? So hier, so, boah, das sieht aber mega gut aus. Das ist nur eine Folie. Ja, ja, klar, ist reingeklebte Folie. Yo, das Ding ist, ich freue mich, dass es euch für 20 Jahre gibt, aber ich hätte jetzt nicht einen Vogel aus Nachmach-Lego, einen Rubik's Cube mit dem Geekom-Logo, also der ist, okay, zur Verteidigung, ist kein schlechter Rubik's Cube, und ein echtes Notizbuch von Geekom in so einer großen Hülle. Gut, es ist aus Metall. Also ich habe selten Metall. Das ist Blech. Aber okay. Und das ist alles. Mehr ist da nicht drin, ne? Ganz kurz. Darf ich habe gerade mal ein Brave installiert. Social.tgf.click aufgerufen. Also tgf.click/social. Funktioniert. Ich habe also, wird nichts geblockt. Also ich finde diese Verpackung und das Etching und so, das ist alles ganz cool. Aber dafür für ein Rubik's Cube, ein Notizblock und ein ganz kleines Nachmark-Lego-Set, ist das ein bisschen overengineert, oder? Ja, geht darum, dass so du das schön jetzt posten kannst. Ja, warum sollte ich das? Damit es gut aussieht. Werbung. Ich bin ja nicht 20 Jahre lang mit Geekom involviert. Ich wollte es nur einfach zeigen. Sowas schicken Leute. Ich hatte auch mal von der Firma Ming da, weil ich ein 3D-Drucker-Video gemacht habe, haben sie mir zu Weihnachten und Neujahr ein ein in Leder gebundenes Teeservice-Set geschenkt. Zwei Teetassen. Ein grünen Tee. Guess okay, cool. I don't know. Manche Leute sind weird. Around the globe. Aber ja, das würde jetzt nicht meine Review-Meinung ändern, ob ich hier zwei kleine wertlose Porzellantässchen habe. Nee, aber das über die ganze Welt geschickt haben, schon zwei seinen Geschäftspartnern sowas schicken, wenn sie Feld unter Schrottwichteln. So, aber ja, so, ja, sowas kenne ich jetzt auch nicht wirklich, aber das, so kleine das fällt unter hartes Schrottwichteln. Das passiert öfter mal. Aber gut, habt das mal gesehen, dass es sowas gibt. Ich habe so ein Ding von Hetzner bekommen.
ich habe schon mehrere dieser Schrottwichteln von Herstellern bekommen, weil sie denken, hey, da können sie die Meinung kaufen. Nur ist halt, man schrottwichtelt nicht, um jemanden zu bestechen. Nicht, ne? Das haben ganz viele Influencer wahrscheinlich bekommen oder Tech-Leute. Aber das hilft nicht unbedingt, eine Meinung pro sie zu schicken. Das ist dann eher, also wenn ihr als Hersteller Influencern sowas schickt, das ist dann eher im Unterricht, war er anwesend. Das ist so ein Gnadending, ne? Da denken sich halt die Influencer, ach Gott, die haben es aber versucht. Mensch, ich war stets bemüht. Da kann ich jetzt ja nicht so harsch zu ihnen sein. Das macht niemand. Das ist den Leuten egal. Aber halt den CO2, weil das muss ja um die Welt geflogen werden, ne? Und muss hergestellt werden. Von chinesischen Kinderhänden oder was auch immer wird es hergestellt. Und dann muss das dahin gefahren werden, dass man das da hat, ne? Nur als Denkanschluss. Sonst, der PC ist ganz gut. Und ich sage, raus hier, ne? Jetzt muss ich hier mal rüberklicken und dann drücke ich auf. Muss ich nichts machen? Nee, muss ich nicht machen. Ich beende hier einfach. Haut euch rein, lasst euch gut gehen, wir sehen uns wieder. Tschüss. Tschüss.